Also die Bundesregierung hat ihren jüngsten Haushalt ja unter diesen Namen Sparpaket gestellt. Und dazu möchte ich ein bisschen was zur Diskussion stellen. Und ich will durchaus diese Fragen durchgehen, die wir da in der Ankündigung im Beizheft und so kurz gesagt haben. Worum geht es bei so einem sogenannten Sparpaket einer Regierung? Warum sind dem Staat Banken Milliardenausgaben zu ihrer Rettung wert? Warum fordert er von denen auch dann nicht Milliarden zurück, wenn die wieder Gewinne machen? Warum kürzt er an Sozialzuwendungen und zwar auch noch und sogar gerade bei denen, die in der Frage am allerschlechtesten dastehen, weil sie außer diesen paar Sozialzuwendungen rund um Hartz IV gar nichts Sonstiges mehr als Lebensgrundlage haben? Die Fragen möchte ich wirklich durchgehen ein bisschen, so trocken wie sie gestellt sind. Es ist ja bekannt, dass insbesondere das, was da mit den beiden letzten Fragen angesprochen sind, warum gibt es Milliarden für die Bankenrettung, warum gibt es auf der anderen Seite Kürzungen an den Sozialzuwendungen, dass das durchaus Gegenstand von Unzufriedenheit und Protest geworden ist, auch wenn diese Demonstration nicht sehr groß geworden ist. Das finden eben Leute, und so haben die auch protestiert, sau ungerecht. Für die Banken gibt es Milliarden, bei den Hartz-IV-Lern wird gestrichen. Finden Sie sau ungerecht? Das kann man natürlich machen, das sau ungerecht finden. Aber dann misst man eben so einen Bundeshaushalt an einer Vorstellung, der auf so einen Staatshaushalt nicht passt. Diese Vorstellung, von der man da sagt, eigentlich sollte es so zugehen, aber die Regierung macht es nicht, ist eben die Vorstellung, bei einem Staatshaushalt müsste es um so etwas gehen wie Gerechtigkeit. Da denkt man sich die Sache ungefähr so, vielleicht denken sich nicht alle das ganze Verhältnis so, aber man denkt sich das so, dass so ein Staatshaushalt auf der einen Seite so etwas wäre wie, da wird der Staat mit seinen Ausgaben Bürgerwünschen gerecht. Der erfüllter Bürgeranliegen, bedarfsgerecht. Und dann zieht er sie auf der anderen Seite, jedenfalls sollte das so sein, so muss man ja wohl denken, wenn man sagt, da wird aber schwer abgewichen. Da zieht er sie dann auf der anderen Seite gerechtermaßen zur Finanzierung dieses Haushalts heran. Gewissermaßen als gerechten Preis dafür, dass er doch Bürgeranliegen mit dem Haushalt bedient, befriedigt. Vielleicht denkt man auch noch, und wenn er dann die Bürger so gesehen zu Recht zur Finanzierung der Erfüllung der Bürgeranliegen heranzieht, dann sollte er dabei auch noch sozial gerecht sein, Finanzierungslasten so verteilen, dass die größeren Schultern, da gibt es ja dieses schöne Bild, mehr tragen und die schwächeren Schultern weniger. Ungefähr so muss man sich das vorstellen, wenn man die Beschwerde sagt, und diese Regierung mit ihrem Sparpaket macht alles das nicht. Insofern ist dieser Haushalt sau ungerecht. Wie gesagt, ich meine, dass man damit einfach daneben liegt, was so ein Staatshaushalt ist. Das, was der Staat da finanziert, was er an Aufgaben erledigt, das heißt schon Allgemeinwohl. Und man kann dem auch nicht absprechen, dass das für die Bürger im Land die Lebensbedingungen festlegt. Insofern kommt da unter Garantie bei denen was an. Aber dass man das denken könnte, als da werden Bürgeranliegen befriedigt, da wird der Staat Bürgeranliegen gerecht, das passt doch wirklich nicht auf den Staatshaushalt drauf. Es bestellt sich doch kein Bürger, sagen wir mal, ich hätte gerne etwas Afghanistan-Krieg und Bundeswehrreform. Ich hätte gerne etwas Hartz IV. Aber negativer ist schon.
Bildaufrüstung etwas runter. Ja, die versuchen in dieser Frage auch ein bisschen sich da einzumischen, aber etwas Hartz IV würden, glaube ich, nicht mal die sich bestellen. Selbst die Bankenrettung, sowas ist doch kein Bürgeranliegen, was einfach dann eben vom Staat befriedigt wird. Es ist was anderes, da hat der Staat beschlossen, was er meint an hoheitlichen Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode, in der nächsten Finanzperiode abzuwickeln. Und auch auf die Finanzierung des Staatshaushalts. Passt eigentlich diese Vorstellung, da müsste sowas herrschen wie eine Gerechtigkeit, sowas wie ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch da passt das nicht drauf. Das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ist nicht so organisiert wie, sagen wir mal, im Markt. Der Mensch zahlt was und dafür bekommt er dann den von ihm gewünschten Gegenwert. Es ist kein Äquivalenzverhältnis zwischen Untertan und Hoheit. Es steht sogar im Gesetz, dass das verboten ist. Ja, die Abgabenordnung sagt, da gibt es keine Äquivalenz. Da kann man sich den Staat nicht kaufen. Auch diese Vorstellung von der Steuergerechtigkeit. Ja, der Staat sagt selber, er übt Steuergerechtigkeit. Und da gibt es ja auch Einrichtungen, die spielen vielleicht in der Vorstellung von manchen Menschen auch so etwas wie soziale Gerechtigkeit an. Dass die Steuer prozentual erhoben wird. Das heißt natürlich, dass von den größeren Einkommen mehr in den Staatshaushalt fließt als von den kleineren Einkommen, wenn man es mit Prozenten macht. Und wenn man dann vielleicht noch eine Steuerprogression hat mit weiß wie vielen Tarifstufen, dann ist es schon so. Der Staat erklärt es auch zu einer Gerechtigkeitsveranstaltung. Tatsächlich ist da aber erstmal was ganz anderes der Fall. Der Staat kalkuliert zur Sicherstellung seiner Finanzen, wo er wie viel abzapfen kann. Das ist da erstmal das ganz Banale, das ganz Kalkulatorische, was der Staat macht, wenn er die Steuern prozentual und mit Progression erhebt. Es ist eine Vorkehrungsmaßnahme, damit sich der Staat seine Einnahmen zuverlässig sichert. Und nicht eine Vorkehrung, um unbedingt die schwachen Einkommen zu schonen. Wenn schon, dann müsste man an der Stelle mal den Staat beim Wort nehmen und sagen, wenn der sich dafür rühmt, dass er beim Kassieren der Steuern sozial gerecht vorgeht, nämlich bei den größeren Einkommen mehr kriegt und bei den kleineren weniger, dann kriegt man vielleicht an der Stelle mal raus, was für eine schäbige Sache eigentlich soziale Gerechtigkeit ist, wenn der Staat sie übt. Dann besteht die ganze soziale Gerechtigkeit, die der Staat da walten lässt, darin, dass der Staat von Unterschieden von Arm und Reich ausgeht in seinem System, die ausnutzt für sich und zwecks ausnutzen, die sogar berücksichtigt. Sogar darauf aufpasst, dass das so bleibt, wie es geordnet ist in seiner Gesellschaft, wenn er sich bei denen die Finanzen holt. Dann ist das die ganze banale soziale Gerechtigkeit beim Steuereinzug. Aber generell möchte ich auf was anderes hinaus. Ein Staatshaushalt, das ist erstmal die Planung der politischen Gewalt. Politische Gewalt des Staates macht sich ihr Programm für die nächste Finanzperiode, kündigt an, was es mit seinem Programm, was sie mit ihrem Programm, mit ihren Maßnahmen zu den Lebensbedingungen der Leute im Land macht und kündigt auch an, wie sie dafür zu Finanzierung dieses hoheitlichen Programms auf die Einkommen der Leute zugreift. Das ist ein Staatshaushalt.
Und diese Klage, die dann da laut wird, ob das der Staat eigentlich gerecht finanziert, die hat immer da drin ein bisschen was Schlechtes, dass über die Frage, wo holt denn sich der Staat das Geld her, ein wenig aus den Augen gerät, wofür er sich überhaupt das Geld holt, was er damit machen will, was sein Programm ist, was er da finanziert. Es gerät gewissermaßen aus der Schusslinie, wenn ich meine ganze kritische Aufmerksamkeit darauf stürze, wer dafür wie viel zahlen muss. Gerechte Finanzierung des Afghanistan-Kriegs. Sowas. Das ist dann, da wird es dann richtig, wenn man es so mal in so einem Satz zusammenfasst, merkt man, wie absurd das wird. Aber ist es so, das sage ich mal so vorweg, aus dem, was der Staat mit dem Geld machen will, was sein Programm ist, was er finanzieren will, daraus folgt sogar noch, wie er das mit dem Finanzieren abwickelt. Staat, der, was er ja selber ankündigt, ein Kapitalwachstum im Lande politisch betreuen und fördern will, das ist das, was er finanzieren will mit seinen Maßnahmen. Der nimmt natürlich beim Abknöpfen des Geldes auf die Quellen von Kapitalwachstum Rücksicht. Die will er ja fördern und nicht kaputt machen durch Steuererhebung. Das mal so als kleiner Vorgriff, noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, aber im Detail, worum geht es bei so einem Sparpaket der Bundesregierung. Wenn man sich sowas anguckt, was die da machen, dann ist eine Sache ganz schnell zu entlarven. Und da möchte ich manchem, was so in Flugblättern und Zeitungsartikeln von Kritikern dieser Haushaltsgesetzgebung der Bundesregierung gestanden hat, auch durchaus Recht geben. Da haben sie schnell was entlarvt. Die entlarven, wenn die Regierung ankündigt, der Staat spart, dann heißt das gar nicht, dass der Staat überall bei all seinen Haushaltsposten die Ausgaben senkt. Sparen heißt beim Staat gar nicht unbedingt weniger Geld ausgeben. Es ist in Deutschland sogar so, bei Griechenland sieht es ein bisschen anders aus, aber in Deutschland muss man sagen, die Regierung senkt nicht mal insgesamt wirklich die Ausgaben, wenn sie ein Sparpaket auflegt. Außer gegenüber dem außerordentlich hohen Haushalt dieses Krisenjahrs 2010. Aber ansonsten sind die Haushaltsausgaben, die sie da planen, höher als 2009, 2008, 2007. Das kann man also schnell entlarven. Wenn der Staat spart, heißt das nicht unbedingt, dem ist das Geld ausgegangen. Und jetzt kann er nichts mehr unternehmen. Der Finanzminister selbst übrigens hat da eine schöne Sprachregelung in die Welt gesetzt, was er mit der Staat spart meint. Der sagt, es kommt auf eine, so drückt sich der Schäuble an, aus wachstumsfreundliche Konsolidierung des Staatshaushalts auf. An. Naja, und wenn ich eine wachstumsfreundliche Konsolidierung machen will, dann darf ich natürlich ein paar wachstumsförderliche Ausgaben auf gar keinen Fall zurückfahren. Sowas ist dann eigentlich im Programm schon drin. Überhaupt lässt sich an so einem Sparhaushalt der Regierung Folgendes schnell entlarven, und auch das haben so Flugblätter und haben so Zeitungsartikel aufgespießt. Wenn der Staat sagt, er spart, dann liegt beim Staat überhaupt nicht sowas vor wie echte Geldnot. Dass er sich kein Geld fürs Regieren mehr beschaffen kann, ich meine, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Die Kassen sind leer, hat ja noch nie gestimmt. Ja. Noch nie waren sie so voll wie heute. Immer so gesagt wird. Na, sie sind ein bisschen kleiner. Ich war heute noch extra beim Bundesfinanzministerium. Okay. Hat der Schäuble mir in die Hand gedrückt, damit ich auch richtig hier gebrieft bin. Aber das heißt es wirklich nicht, dass der Staat echt in Geldnot ist und insofern sparen muss. Es ist ein falsches Bild, das da regierungsamtlich in die Welt gesetzt wird, als ging es so einem Berliner Finanzminister wie einer schwäbischen Hausfrau.
Ja, bei der schwäbischen Hausfrau stimmt es wirklich, die kann pro Monat nicht mehr vernudeln und verbraten, als halt als Einkommen der Familie reinkommt. Und wenn das verbraucht ist, dann muss ich halt sparen. Ne? Die schwäbische Hausfrau richtet sich sowas nicht ein. Es gilt natürlich für eine Hoheit, die sich Einnahmen einfach per Gesetz organisiert, nie. Und schon gleich sind Regierungen nicht in der Notlage wie Hartz-IV-Haushalte, bei denen eigentlich das ganze Leben aus Sparen besteht, beziehungsweise eigentlich können die ja nicht mal mehr sparen. Kann eigentlich nur sparen, wenn man was hat, und wenn man nichts hat, kann man eigentlich nicht mal richtig sparen. Also das ist sicherlich eine absurde Analogie zwischen einem Staatshaushalt und so einem Familienvaterhaushalt, der einem da von Staats wegen immer propagandistisch vor Augen gestellt wird. Es ist mit dem staatlichen Sparen eher so: Der Staat kann an den Bürgern mit einem einzigen Federstrich sparen. Die Macht hat er einfach. Dann müssen die sparen, wenn sie überhaupt noch sparen können. Wie gesagt, wenn der den Hartz-IV-Leuten das Kindergeld streicht, dann können die eigentlich nicht mal sparen, dann haben sie einfach bloß nichts. Also so viel mal zum Beiseiteräumen von propagandistischen Unwahrheiten in Sachen, was ein Sparpaket ist. Aber was ist denn ein Sparpaket dann? Der Schäuble hat auf seiner Haushaltsrede dieses blumige Wort da geprägt: Wir schwimmen nicht in Geld, wir ertrinken in Schulden. Und auch da erstmal noch schnell die Unwahrheiten beiseite geschoben. Ja? So viel Schulden, wie eine Regierung macht, das muss man erstmal können. Also auch da wieder das den Leuten vorzustellen wie eine gigantische Notlage. Das kann sowieso kein normaler Mensch, so wie ich und ihr, einfach mal Schulden machen. Beim normalen Menschen ist der Dispo, den du da kurz angesprochen hast, genau genommen ja gar nicht Kredit in dem Sinne, dass man dann einen Zusatz zu seinem Geld hat. Das ist ja bloß der Sparzwang auf morgen vertagt. Der wird sogar größer, weil die Zinsen darauf auch noch ordentlich sind. Also dem normalen Menschen stehen Schulden so richtig im, man hat einen Zusatz zu seiner Kaufkraft gar nicht zu Gebote. Sowas steht sowieso bloß dem Kapital zu Gebote. Die können ernstlich ihre Investitionen durch Schulden vergrößern, und dem Staat. Dem ideellen Gesamtkapitalisten. Und dem steht es übrigens sogar auf eine Art und Weise zu Gebote, wie sie nicht mal den Kapitalisten zu Gebote steht. Staat kann nämlich Schulden machen, ohne dass er selbst überhaupt als Kreditwürdigkeit eine eigene Geldquelle vorweisen muss. Er ist ja bekanntlich kein Unternehmenssubjekt. Er kann einfach hoheitlich Schulden machen. Das tut er auch, seit es diesen bürgerlichen Staat gibt. Und er hat die schöne Schuldenbewirtschaftung eingerichtet, dass er Schulden mit Schulden bezahlt. Deswegen heißt diese Haushaltskonsolidierung in Sachen Schuldenzurückführung ja auch gar nichts anderes als, der will die Zusatzschulden dämpfen. Das Schuldenwachstum will er dämpfen. Die Netto-Neuverschuldung. Also auch das nochmal zum Zurückweisen dieses Bildes. In Schulden ertrinken wäre beim Staat so etwas wie diese Hungerleider, zu denen da immer dieses Berliner Ekelpaket kommt, das da die Privatinsolvenz organisiert. Mittlerweile immer im Fernsehen zu beglotzen. Aber jetzt mal Schluss mit dem ideologischen Zurückweisen. Ich möchte nämlich eigentlich sagen, man sollte deswegen nicht gleich verwerfen, dass der deutsche Staat und der deutsche Finanzminister tatsächlich unter zu viel Schulden derzeit leidet. So ideologisch das Gleichsetzen mit dem normalen Menschen ist, so sehr ist da was dran.
dieser Staat leidet unter zu viel Schulden. Das sollte man nicht vom Tisch räumen, sondern besser mal fragen, warum hat er denn so viel Schulden? Wofür hat er denn so viele Schulden gemacht? Leidet er ja auch nicht an zu viel Schulden, ärgert sich darüber, dass der Zweck, für den er die Schulden aufgenommen hat, Kapitalstandort ordentlich nach vorne zu bringen, nicht in dem Maße sich verwahrheitet hat, wie er das antizipiert hat, als er diese Schulden aufgenommen hat. Aber dann leidet er auch tatsächlich an den Schulden. Ja. Ja, also das ist tatsächlich das Banale, was er da zum Ausdruck bringt, ist genau das. Die haben halt jetzt als Haushaltspolitiker in Deutschland zu bilanzieren, diese Krise des Finanzkapitals, die es weltweit gegeben hat und die dann nicht nur im Finanzkapital, sondern in der ganzen Wirtschaft das Profitemachen kaputt gemacht hat. Das hat auch dem Staat seine Einnahmen verkleinert. Und das war dieses Bild da. Der Knick. Dieser Knick ist heftig. Dem Staat sind tatsächlich durch die Krise des Kapitalismus, den sie da weltweit hingelegt haben, die Einnahmen verkleinert worden. Darüber klagt er jetzt. Und diese Klage ist ebenso banal wie dann aber auch ganz aufschlussreich. Weil das ist eigentlich die Klarstellung für jeder Mann und jede Frau. Was die Raison dieses Staates ist. Dieser Staat will vom Kapitalertrag leben. Der bindet sich selbst in seinem souveränen Handeln daran, dass er vom Wachstum des Kapitals leben will. Das verordnet er auch sich. Und damit verordnet er sowieso allen in dieser Gesellschaft. Es soll nichts anderes gehen, als dass alles abhängige Variable vom gelingenden Kapitalwachstum ist. Sogar sein eigener Haushalt ist so konstruiert. Und das macht im Übrigen klar, was der schnöde Inhalt von Allgemeinwohl in diesem System ist. Das Allgemeinwohl ist die abhängige Variable vom gelingenden Kapitalwachstum. Das nützt auch den USA. Hat das mal in den USA jemand schön auf den Punkt gebracht. Gut, ob das immer so stimmt, das ist eine sehr amerikanische Ausdrucksweise. Die zählen hier mehr in größeren Aggregaten zusammen. Das ist eigentlich das, was man an dieser Klage feststellen kann. Es ist so gesehen ein ganz offenherziges zu Protokoll geben, worauf sich dieser Staat und damit auch die ganze Gesellschaft festlegt. Und so gesehen ist es auch, das geht jetzt auf die Frage, wofür hat er denn so viele Schulden gemacht? Warum hat er denn so viele? Ja, das ist ganz systemgerecht, was er da gemacht hat. Wenn er so viele Schulden, jetzt nochmal extra viele Schulden gemacht hat, um diese Banken aufrecht zu erhalten, da hält er eben die Kapitalwachstumsmaschinen aufrecht. Von denen soll ja alles Leben in dieser Gesellschaft und sogar sein Haushalt abhängig sein. Und so gesehen ist es ganz systemgerecht und folgerichtig, dass der Staat aus einer Krise des Kapitalwachstums, das diese Banken und dann die ganze Wirtschaft hingelegt haben, diese sture Schlussfolgerung zieht, ja, wenn das Kapital eine Krise hinlegt, dann muss er sich darum kümmern, dass das Kapital weiter existieren kann, dass es wieder instand gesetzt wird, Wachstum zu machen. Das sind seine Schlussfolgerungen und selbstverständlich nicht die Schlussfolgerung, da sieht man, dass Kapitalwachstum Mist ist. Aus der Krise des Wachstums zieht der Staat die stumpfe, aber ganz systemgerechte Konsequenz. Also geht's erst recht um Wachstum. Deshalb soll nicht nur alles vom Finanzkapital abhängen, sondern es ist es ja schon. Und da ist es in der Tat sachgerecht, diesen Banken, die überhaupt erst die kreditfinanzierte Ausweitung aller kapitalistischen Akkumulationen möglich machen, selber wiederum dann zu versetzen, dass das weiterhin so schön geht, wie es das hergegangen ist. Ja.
ja nicht nur eine Vorgabe, macht das, sondern es ist ja auch Widerspiegelung der ganz handfesten Erkenntnis, hier als Staat und unsere Industrie hängen tatsächlich von denen ab und dass deren Kalkulationen. Ja, das hat er ja auch so eingerichtet und dazu hat er sie ja auch ermächtigt. Ich will aber noch schnell die Frage, die ich aufgeworfen habe, nochmal extra beantworten, obwohl die im Prinzip, glaube ich, schon beantwortet ist, woran er denn jetzt eigentlich leidet, wenn er sagt, das sind zu viel Schulden und zu wenig Einnahmen. Also klar, er leidet erstmal einfach da dran, zu wenig Einnahmen, zu viel Schulden. Aber das kann man noch ein bisschen weiter treiben, den Gedanken, das, was wirklich sein derzeitiges Problem ist, muss man nicht bestreiten, dass er da eins hat, sondern man muss sich angucken, was das für eins ist. Was ihn wirklich sowas wie eine Aufgabe diktiert, ist, dass er derzeit in der Lage ist, dass seine Schulden, die er macht, wirklich erstmal nur Schulden sind. Dass er mit den vielen Schulden, die er da macht, nur Kapital rettet, aufrechterhält, das keine Gewinne macht. Dass er den Ersatz für Gewinne finanziert, den Ersatz für Zinsen finanziert, den Ersatz von ansonsten am Markt entwerteten Kapital finanziert. Das ist sein Leiden an den vielen Schulden, dass sie wirklich bloß Schulden sind. Und das ist eben nicht der Normalfall, den er kennt. Sonst sind seine Schulden nämlich staatliches Schmieren eines laufenden Kapitalwachstums, staatliches Herstellen von Bedingungen und Mitteln dafür, dass Kapitale Gewinne machen. Und nicht das Retten der Kapitale gegenüber dem Ausfall von Gewinnen und dem Entwerten von Kapitalsubstanz. Sind deshalb ja auch nur so lange Schulden, oder noch genauer, die Schuldtitel, die er in Umlauf gebracht hat, sind nur so lange etwas wert bei denen, die sie dann in Händen halten, typischerweise aus dem Finanzbusiness, solange die auch glauben, dass in der Tat damit Wachstum finanziert wird. Gut, du machst heute meinen Co-Referenten. Das wäre jetzt demnächst noch mein Fortgang gewesen. Ich wollte aber an der Stelle ein kleines Zwischenfazit machen. Einfach nochmal so ein kleines Zwischenfazit zu diesem einen Punkt. Was man, wenn man sich schon mal auf so was Furchtbares wie den Staatshaushalt und diese Haushaltsdebatten da einschießt und sich darum kümmert und mal studiert, was da los ist, was einem daran klar werden kann, in dieser Haushaltsplanung und auch in den Haushaltsdebatten, da erwischt man den Staat wirklich mal in gewisser Weise an einer Sternstunde seiner Offenheit. Da zieht der Staat nämlich eine wirklich mal ganz unzweideutige Bilanz und legt ganz offen zu Buche, was unter dem Strich der Zweck all seiner Politik ist. Wenn der eine Haushaltsbilanz macht, wie steht es um meine Einnahmen? Was ist eigentlich rausgekommen in der letzten Haushaltsperiode? Dann bekennt er, dass der letzte Zweck aller seiner Politik von ihm so bilanziert wird, wie erfolgreich hat sie eigentlich das Geldvermehren in der Gesellschaft gefördert? Wie erfolgreich hat sie das Geldvermehren in der Gesellschaft gefördert, an dem der Staat seinen Haushaltsmittel kassiert? Der Geldertrag, das ist unterm Strich das, wofür alles zählt, was er politisch betreut. Die Arbeitsplätze, ja, dann in diesen Haushaltsdebatten immer erwähnt, dass er sich um Arbeitsplätze gekümmert hat. Wenn das in der Haushaltsdebatte zum Thema wird, dann kann man so schön sehen, warum es ihm überhaupt auf Arbeitsplätze ankommt. Damit der Geldertrag in der Gesellschaft stimmt, damit die Geldvermehrung vorangekommen ist, an der er selber der Partizipierer ist. Wenn da die PISA-Ergebnisse der Bildungspolitik im Einzelhaushalt der Schawan beredet werden, in der Haushaltsdebatte wird eigentlich mal Klartext geredet, worum es da geht. Um diesen Wachstumsertrag der Gesellschaft, der eben mit den entsprechenden Bildungselementen verseuchten Nachwuchsleuten versorgt wird. Das andere, was man in einer
Staatshaushaltsdebatte so schön studieren kann, das ist eben, wie ein bürgerlicher Staat die Zukunft plant. Ein Haushaltsentwurf ist ja immer die Projektion auf das, was er sich für die nächste Periode vornimmt, richtig runtergebrochen in Ausgabenzahlen in den einzelnen Ressorts. Und da macht die Haushaltsdebatte, da macht sich übrigens die Opposition in der Regel auch ganz besonders für stark, das Kriterium der eisernen Prüfung so schön klar. Was tragen die diversen Ministerpläne zum Gelingen von Geldvermehrung, von Wachstum im Lande bei? Oder wenn die Finanzfachpolitiker darüber reden, dann sagen sie es gleich so: Wie haushaltswirksam sind eigentlich die Ausgabenposten der diversen Ministerien? Also was kommt unterm Strich an Kapitalerfolg in den Kassen des Staates an? Es ist tatsächlich so, dass dieser bürgerliche Staat, der sein Regieren mit Geld macht, der für alle seine Gewaltmaßnahmen mit Geld bezahlt, hat keine Kommandowirtschaft. Er hat sein eigenes Programm Wachstumsförderung des Kapitals so gesehen allen Ernstes für sich selbst auch zum Sachzwang gemacht. Davon gibt er Zeugnis in einer Haushaltsdebatte, wenn er sagt, und das soll dann jedem Bürger im Lande einleuchten: Wir können politisch nur machen, was finanzierbar ist. Diese blöde Phrase, was finanzierbar ist, steht eben dafür ein, dass die eiserne Bedingung, ohne die alles andere nichts ist, in einem bürgerlichen Staatshaushalt die ist, erfolgreiches Wachstum herbeizuregieren. Jetzt kommt noch die Fortsetzung, an der du da schon rumgestochert hast. Dieser Sachzwang, den der Staat sich wirklich eingerichtet hat, er verpflichtet sich so gesehen auf sein eigenes Programm als ökonomische Notwendigkeit seines Regierens. Den kriegt der Staat heutzutage auch nochmal von einer anderen Ecke präsentiert. Es gibt nämlich eine Abrechnung, wann Schulden zu viel Schulden sind. Ja? Vorhang zwischen. Auch ein Fenster aufmachen? Mach's ja gerade. Nee, das ist der Hof. Warte mal, bis hier die menschlichen Schicksale nicht eingetreten sind. Ja, Folgeprobleme. Ja, das geht. Geht es so? Ich geh ganz 10 cm wieder zurück. Das geht schon. Okay. Also es gibt es wirklich so etwas wie eine Rechnung, wo der Staat vorgerechnet bekommt, dass seine Schulden problematisch werden. Kann er zum einen selber berechnen, dafür kriegt man dann diese Tortengrafiken. So. Und da kommt das wirklich vom Schäuble. Das ist ein Riesenministerium, die können sowas. Und da kriegt man zum Beispiel etwas heraus, was natürlich so einem Staat nicht unbedingt gefällt. Dass die Bundesschuld mittlerweile ein größerer Haushaltsposten ist als die Verteidigung. Das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Also die Bezahlung der Zinsen für die aufgenommenen Kredite. Ja.
Aber die Schulden sind natürlich ein X-faches. Ja, ja, klar. Ja, da, das kann er ja nicht in einen Haushalt unterbringen. Also wissen wir doch, dass unsere nachfolgende Generationen damit belastet werden. Deswegen habe ich auch keine gemacht. Nein, die Rechnung wird eigentlich an einer anderen Adresse präsentiert. Der Staat macht ja auch diesen Zusatzposten seiner Finanzen mit Kredit, seinen Haushalt zu betreiben, ganz ordentlich am dafür eingerichteten Markt. Er leiht sich wirklich bei den Finanzanlegern das Geld für seine Staatsschulden. Meistens. Und dort bekommt er eine Rechnung präsentiert, die bewertet aus der Optik von Anlegern. Sind die Schulden, die dieser Staat da als Staatsschuldpapiere platziert, eigentlich für Geldanleger eine gute Anlage? Bringen die was ein und vor allen Dingen auch, sind die sicher? Jetzt ist der Staat selber ja gar kein Unternehmer, bei dem man fragen könnte, wo nimmt er denn eigentlich Geld ein? Die Frage, die da also aufgemacht wird, heißt genau genommen, dass diese Finanzanleger testen den Staat darauf, ob der Schuldnerstaat Deutschland wirklich als Hoheit über so viel Wachstum seiner ganzen Nation gebietet, wie er sich Schulden leistet. Und das ist eigentlich die kritische Frage, an die ein Finanzminister Schäuble denkt, wenn er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Schulden ertrinken. Aber das ist die gleiche Frage, die sich jeder Financial Officer eines Unternehmens stellt, wo der Produktionsmensch eine neue Bahnstraße haben will und sich dann die Unternehmensleitung fragt, kriegen wir den Kredit, trauen die uns zu, dass wir die Konkurrenz aus dem Markt hauen und die Umsatzzuwächse hinkriegen, aus denen wir dann diesen jetzt aufgenommenen Kredit auch bedienen und zurückzahlen können. Die buchstäblich eigentlich die gleiche Logik steht dahinter. Formell ist es die gleiche Logik, aber es ist eben die Frage an ein anderes Subjekt, eben ein nicht kapitalistisch wirtschaftendes Subjekt. Und insofern wirft sie auch eine andere Frage auf, nämlich die Frage an den Herrn Finanzminister bzw. an die Regierung, ob er seine ganze Nation so rannehmen kann, dass die staatlichen Schulden glaubwürdig machen, dass die in ihrem Versprechen, die sind sicher und ertragreich, verbürgen. Es ist, man kann die Sache natürlich gewissermaßen als Ironie der Geschichte sich angucken, was da passiert. Der Staat hat sehr viel Schulden gemacht, um die Banken zu retten. Und dieselben, die von ihm gerettet werden. Die danken jetzt als Finanzanleger mit der kritischen Frage, nehmen wir dem noch die Schulden ab? Der deutsche Staat hat derzeit damit eigentlich kein Problem. Der hat die niedrigsten Zinsen in Europa. Allerdings liest man neuerdings, dass die letzten Tranchen von Bundesschulden nicht mehr zu 100% am Markt untergebracht wurden. Also das sind dann so die ersten Punkte, wo dann auch das Verschulden in Deutschland für den Finanzminister nicht mehr ganz so reibungslos läuft, wie er das gerne hätte. So, man kann also das so ironisch mal nehmen, aber eigentlich ist auch da wieder das Unironische das Interessantere. Warum dürfen die das? Warum dürfen die dem Staat diese Frage stellen? Warum dürfen die ernstlich den Staat darauf prüfen, ob er ein guter Schuldner ist? Die Hoheit darf man prüfen, ob sie ein guter Schuldner ist. Ja, dazu sind sie ermächtigt vom Staat selber. Der hat ja dieses Verhältnis eingerichtet, dass er sich am Finanzmarkt selber finanziert. Also hat er die auch dazu ermächtigt, wie immer, wenn sie Geld anlegen, den Schuldner zu prüfen, ob er eigentlich eine gute Anlage ist. Deshalb, weil der Staat ja will, dass alles Geld, alle Finanztitel gutes Geld sind. Sonst könnte er ja, wenn ihm das wurscht wäre, einfach die Notenpresse laufen lassen
und dann sagen nach mir die Sinnflut, erstmal finanziere ich damit das, was ich auf als Programm aufgestellt das habe. Aber er will ja gerade, dass nur Sachen passieren, die als sich Kapital verwertende Bestätigte gelten, auch passieren. Ja, ich würde es genereller mal sagen, weil er selber kann das ja gar nicht letztlich machen, aber die Frage, die ihm da von den Finanzinstituten gestellt werden, ist seine eigene Frage. Deswegen dürfen wir die Frage stellen. Er selber unterwirft sich ja in seinem ganzen Haushalt, das war der Punkt davor, genau dieser Frage. Taugen meine Aufgaben, Vorsätze und meine Ausgaben dafür, Wachstum heranzuregieren? Insofern darf man ihn das fragen. Da lässt er sich wirklich drauf prüfen. Und da wird ihm gewissermaßen die offene Tür eingerannt, die er in seinem Programm sowieso hat. Aus dieser Prüfung zieht dann eben der Staat die Konsequenz, ja, das lässt er auf sich sitzen. Er hat jetzt die Aufgabe, die vielen Schulden, die er gemacht hat, vor den Geldanlegern vertrauenswürdig zu machen, vor den Geldanlegern glaubwürdig zu machen. Wie? Es läuft wieder auf die immer wieder langweilige Schlussfolgerung heraus, die allerdings in der Durchführung für unser eins gar nicht langweilig, sondern ziemlich hart ist. Er lässt seine Gesellschaft dafür antanzen, die Staatsschulden durch Wachstumserfolge glaubwürdig zu machen. Und das, er lässt sie antanzen, das tut er auch wieder mit seinem Staatshaushalt, weil das Kriterium der Prüfung der Staatsausgaben ist, für die er jetzt auch aus dem Test der Finanzkapitalisten bei den Staatsschulden das Kriterium entnimmt, alle seine politischen Maßnahmen, die Geld kosten, hat er gnadenlos danach zu sortieren, taugen sie was zum Fördern von Wachstum, erschließen sie Wachstumsgelegenheiten, machen Sie das Vermehren von Kapital aussichtsreicher, ertragreicher, kostengünstiger. Das sind dann die diversen Schrauben, an denen er sich mit seiner Politik zu schaffen macht. Und damit wäre ich dann bei der zweiten Frage. Aber vielleicht an dem Punkt noch gibt's da Diskussionsbedarf. Ja, ich wollte mal zu der, also bei der Einnahmeseite, der Staat immer wird seine Schulden drauf sein, dann ist es nicht so zu verstehen, wie er wieder zukünftig beziehen, so eine Art grundsätzlich dafür in der Lage. Genauso wie bei der Prüfung der Ausgabekosten, auch da nicht gerade jetzt die Milliarde, die er anzieht, irgendwie anders zu leben. Ja. Also das ist ja das folgt eigentlich aus dem, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe. Beim Staat gibt es nicht ein Verschulden wie beim kleinen Mann. Wenn der kleine Mann Schulden macht, muss er Schulden zurückzahlen. Also der muss allen Ernstes die laufenden Einnahmen dafür hernehmen und den Überziehungskredit oder den Konsumentenkredit, den er aufgenommen hat, tilgen. Tilgen, das ist schon bei Kapitalisten nicht der Witz. Die tilgen zwar, so gesehen tilgt auch der Staat. Revolvierend. Aber die so nennt, ist der Fachausdruck. Die tilgen durch neue Schulden. Die Einnahmen sind also nicht in dem Sinne, bei Kapitalisten nicht und beim Staat schon gleich gar nicht. Die Einnahmen, die er macht, die sind nicht zum Tilgen da, aber beglaubigen meint, Einnahmen muss er schon haben. Weil die Einnahmen eine Messgröße dafür sind, und steigende Einnahmen sind eine Erfolgsgröße, dass ihm die auch mit Schulden betriebene Politik den Erfolg in die Nation reinregiert, dass dort Wachstum gemacht wird, dass dort Geldvermehrung zustande kommt, denn die Prozente daran sind ja seine Einnahmen. Also zum Tilgen nicht, aber zum Bedienen der Schulden und damit
ein wirklich reeller Ausweis des erfolgreichen Einsatzes der Schulden, sind sie unverzichtbar. So gesehen ist diese Lücke, die ich da gezeigt habe, wirklich eine unerfreuliche Lage für einen Staat. Das ist dessen Fassung von Krise. Mehr Schulden machen, weil Geschäft nicht geht, weniger Einnahmen haben, weil Geschäft nicht geht. Zweimal Krisendiagnose haushaltsmäßig festgehalten, haushaltsmäßig verbucht. Geldgeber des Staates ausschließlich. Naja, natürlich wird das immer bedient, ja. Also, die werden zurückgezahlt. Staatsschulden haben immer eine Laufzeit. Sagen wir, es gibt 10-jährige, 5-jährige, 2-jährige und so. Und am Ende dieser Periode wird das Zeugs auch wirklich abgelöst. Die das gekauft haben, die kriegen, je nach Konditionen von diesen Schulden, kriegen sie nicht nur die Zinserträge ausgezahlt, sondern auch das, was sie mal da reingesteckt haben, ausgezahlt. Aber es ist nicht bedienen und dann hat der Staat keine Schulden mehr, sondern derweil legt er neue auf und in der Regel mehr als in der Periode davor. Das machen übrigens erfolgreich wachsende Unternehmen genauso. Die wollen noch wachsen. Und da wachsen die Schulden mit dem Wachstum mit. Aber warum dann die Prüfung sein lassen? Ja. Weil der, nein, das, so ist es nicht. Der Staat ist kein Wechselreiter in dem Sinn. Nur dann, wenn die neuen Schulden nicht die alten Schulden entwerten, sind die Titelinhaber der alten Schulden bereit, dem Staat auch weiter neues Geld zu geben. Also bei jeder Tranche, die der Staat sagt, ich will wieder 10 Milliarden haben, fragen sich die Banken immer, ist er diese weiteren 10 Milliarden wert? Und klappern dann ihre Kriterien ab, ob sie meinen, ja, das ist dann noch genauso wie bisher oder vielleicht nicht mehr ganz so. Und deshalb muss er da auch ein 0,5% mehr an Zinsen drauf tun oder. Aber wenn der Staat nur einfach blank wie er ist, sagen würde, gebt mir Geld her, weil ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich habe keine Steuereinnahmen mehr, gebt ihr mir das Geld, dann würde die Bankenwelt natürlich sagen, ja, spinnst du? Ich will mal auf die Frage eingehen, ich finde, da ist viel dran, weil es ist doch in der Tat so, dass ein Staat, wenn er Geld braucht, in der Tat jederzeit in der Lage ist, es zu drucken. Vorher finde ich deine Frage völlig vernünftig, wo ist überhaupt das Problem der Schuldenbedienung? Weil wenn das ist der Einzige, der es kann, Geld drucken. Also ist beim Staat, finde ich korrekt die Schlussfolgerung, das offensichtlich nicht das Problem, dass er zahlen müsste, aber das Geld ist schlichtweg nicht da. Das kann er sich beschaffen. Das Problem, meine ich, ist größer. Was wäre das Geld denn noch wert, wenn er es tun würde? Also nicht, was ist die einzelne Schuld? Die kann er immer bezahlen. Aber wenn er jede Schuld so bezahlt, dass er druckt, dann ist die Frage nicht mehr, was ist die einzelne Schuld, sondern womit begleicht er die Schuld denn da eigentlich? Das ist das viel größere Problem. Also nicht, dass irgendein Dollar oder Euro nicht bezahlt wird, sondern was ist der Euro wert dann noch? Das wäre der größte anzunehmende Unfall, dass das Scheitern des staatlichen Programms, für das er überhaupt bloß Schulden haben will, nämlich einen erfolgreichen Kapitalismus zu betreuen, dass das Scheitern dieses Programms in der Konkurrenz der Nationen am Ende zusammenfassend bilanziert ist, überhaupt das Geld dieser Nation ist nichts mehr wert. Ich kriege mein Geld nicht mehr zurück, weil dann nichts mehr wert ist, weil einfach die Notenpresse angeht. Ja, aber trotzdem, es kommt mir drauf an, das ist dann der größte anzunehmende Unfall. Das ist sowas wie die finale Abrechnung, dass die Staatsräson dieses Staates Schiffbruch erlitten hat. Das ist das, wofür er überhaupt Schulden haben will. Das ist ein bisschen das doch Krumme in deiner Frage. Der will doch Schulden für was haben. Und deswegen lässt er sich auch guten Herzens darauf prüfen. Der will doch Schulden für was haben. Der will doch nicht einfach Geld haben. Sondern der will Schulden haben, um ein bürgerliches Staatsprogramm der Kapitalismusförderung zustande zu bringen. Und insofern hat er schon ein Problem. Hat er wirklich Misserfolg, wenn er Schulden aufnehmen muss, weil seine Schulden nicht wachstumswirksam sind. Das kann er dann, ja. Natürlich kann er das, sonst könnte er ja keine Banken retten.
Da ist er der Einzige im Kapitalismus, der nicht schon deswegen kreditunwürdig ist, weil sein Geschäftserfolg ausbleibt. Der kann aus Hoheit Schulden machen. Aber er will es gar nicht. Und auch das können nicht alle Staaten. Land, Griechenland, Portugal, Spanien, die USA vielleicht können das eventuell nicht. Das ist eine Frage, von der bürgerliche Staaten wirklich wissen, dass sie ihnen ins Haus stehen kann. Und ein Staat, der zurückgeworfen ist darauf, dass er am Schluss seine eigenen Schulden zu Geld machen muss. Das kann er tun. Kann er tun, aber dann ist der größte anzunehmende Unfall für einen kapitalistischen Staat da, dass dann sein Geld kein Mittel für Kapital mehr ist. Noch eine Frage zu den Einnahmen. Und zwar sind ja jetzt die Einnahmen nicht das Ausschlaggebende dafür, wie viele Schulden der Staat jetzt aufnehmen kann, sondern es ist das zustande gebrachte Wachstum. Jetzt könnte man ja sagen, gut, die Steuern, die er nimmt, schaden ja erstmal seinem Wirtschaftswachstum. Also wieso schaffen wir nicht die Steuern ab und leben nur noch von Schulden, weil die Finanzwelt guckt ja eh nur auf, was für Wachstum bringe ich zustande. Also die radikale Position gibt es ja. Ne? Steuersenkung, damit die Einnahmen steigen. Ja. Also erstens, dein Nicht-Sondern stimmt nicht. Wenn Wachstum ist, hat er auch Einnahmen. Das ist kein Nicht-Sondern. Insofern ist die Steuer eine sehr einfache staatliche Kenngröße für gelingendes Wachstum oder misslingendes Wachstum. Das ist ja ein Prozentsatz an dem, was geht. Alle Geldeinkommen im Kapitalismus hängen davon ab, ob es Wachstum gibt oder nicht. So, daran macht er seinen Prozentsatz drauf und insofern hat er da eine ganz schlichte, zuverlässige Bilanz, wie erfolgreich eigentlich sein Programm ist. Aber schiere Kenngröße kann es ja eben nicht sein, weil er nimmt ja eben einen ziemlich, ja, relativ hohen Satz, den man ja auf 0,1% senken könnte, wenn es nur Kenngröße wäre. Den erkennt dabei einen Widerspruch, ja. Erstmal lässt er die Gesellschaft sich schon finanzieren, damit hören die auch nie auf. Aber er kennt bei diesem Finanzieren durch Steuereinnahmen, kennt der bürgerliche Staat einen Widerspruch, nämlich zu seinem eigenen Programm. Das war deine Überlegung. Wenn er doch Wachstum mit seinem Programm machen will, dann ist das Nehmen von Steuern auch immer eine Beschränkung des privaten Reichtums in der Hand von Kapitalisten, mit denen die Wachstum machen. Den Widerspruch kennt der Staat. Dieser Widerspruch stachelt ihn zu zwei Sachen an. Zum einen stachelt er den Staat dazu an, dass er daraus sich erst recht aufgefordert sieht, beim Geld ausgeben, jetzt aber wirklich darauf zu achten, es war meine Leier von vorhin, dass das wachstumswirksam ist. Dann kann er aber vom Standpunkt dessen, was er erreichen will, die Steuerpolitik selber wachstumsförderlich machen. Da sagt er, wenn ich die Steuerquellen, zumindest manche Steuerquellen, jetzt fängt er an zu sortieren, beim Einnehmen von Steuern schone, ist es selbst eine wachstumsförderliche Maßnahme. Das tut er auch. So kommt er zum Beispiel zur Sortierung von Steuerquellen. Bei Mehrwertsteuern sagt er, wenn ich Mehrwertsteuer kassiere, ist ein kapitalistisches Geschäft ja schon abgeschlossen. Das trifft ja nur die Trottel von Konsumenten, die Geld sowieso bloß zum Verfressen haben. Da wird ja nichts Gutes mehr draus. Das kann man ihnen gleich von vornherein wegnehmen. Aber wenn ich eine Unternehmenssteuer mache, dann beschränke ich tatsächlich den Kapitalstock der Gesellschaft. Das will ich nicht. Es gibt auch Radikalinskis in der Frage, die denken so wie du. Also, nee, wie du, nein, nicht wie du denkst, aber es gibt immer in der bürgerlichen Politik eine Fraktion von Leuten, die heißen FDP. Und die sagen mitten in der wüstesten Krise, der Staat soll doch jetzt, wo er Einnahmeausfälle hat, die Einnahmen streichen.
Dann kommt aber der da mit dem Rollstuhl daher und sagt, geschossen werden muss in Afghanistan immer noch und dafür will ich Geld sehen. Hat er auch recht. Und in der weniger radikalen Form ist es ja tatsächlich Staatsprogramm zu gucken, wie weit kommt er damit, seine Ausgaben nicht nur über Steuern zu finanzieren, sondern einfach mal über Schulden. Und da denkt er nicht jetzt gar keine Steuern mehr, sondern halt, was machen die Märkte mit und so. Aber insofern sind ja die Einnahmen schon in gewisser Weise eine Bemessung dafür, wie viele Schulden der Staat aufnehmen kann. Und nicht nur das zustande gekommene Wachstum. Richtig. Also macht er diese Abwägung, zumal er auf der anderen Seite beim Schuldenmachen sich ja auch einer solchen kritischen Prüfung aussetzt. Das Interessante an diesen ganzen Abwägereien ist, dass sie dann alle so einsinnig auf immer dasselbe hinauslaufen. Die Auflösung für alle diese Widersprüche ist das immer gleiche Programm. Also muss man was für die Wachstumsquellen tun. Das Verrückte daran ist, dass ursprünglich viele Sachen staatlich gemacht wurden und nicht privaten Firmen überlassen worden sind, weil dann hätten sie gar nicht stattgefunden. Zum Beispiel viele Infrastrukturgeschichten, Eisenbahn, E-Versorgung, was auch immer. Da hat jeder normale bürgerliche Staat gesehen, wenn ich das Firmen überlasse, dann kommt nicht zustande, was nötig ist, damit die Wirtschaft wächst. Dann konkurrieren die sich blöd nieder oder bauen überhaupt nicht die Brücken und Kanäle und was auch immer wir bräuchten. Also mache ich das. 100 Jahre später landet er dabei, aber zu sagen, das ist doch ein völlig falscher Ansatz. Weil wenn das nicht wirklich was Profitables ist, was ich da mache als Staat, dann ist es sowieso verschwendetes Geld. Also kann man es auch gleich wieder den Konzernen überlassen, damit sie selber entscheiden, was ist was Profitables. Und zieht sich zunehmend zurück aus all den Gebieten, die er vor 100 Jahren noch als eminent notwendig für allgemeine Kapitalwachstumsbedingungen gehalten hat. Da gibt es was Verrücktes dran, da gibt es auch Verrückte in der Sphäre, also diese Privatisierungsfanatiker. Aber unterm Strich ist das eigentlich nichts besonders Verrücktes. Denn was der Staat mit seinen staatlichen Infrastrukturbetrieben zustande gebracht hat, ist einfach ein Erfolg des Kapitalismus, in dem der Kapitalismus es auch überhaupt zu solchen Kapitalmassen gebracht hat. Und anders. Dass eine Eisenbahn, dass ein Wasserwerkewesen, dass ein Elektrizitätswesen der Nation mit den wirklich ziemlich langen Umschlagszeiten dieser riesigen Investitionen ernstlich auch eine kapitalistische Investition wird. Dazu muss der Kapitalismus es aber auch erstmal zu diesem Entwicklungsstand bringen. Und da hat der Staat gerade mit seinen verstaatlichten Sektoren der Volkswirtschaft treibhausmäßig sowas gefördert. Aber das ist jetzt, wir gleiten jetzt in ein anderes Thema rein, was eindeutig nicht mehr Sparpaket ist. Ich wollte noch mal was sagen, das hat glaube ich schon was mit dem Sparpaket zu tun, dass der Staat mittels des Haushalts, wie du es eben gesagt hast, die Gesellschaft antanzen lässt. Ja, dass man da noch mal einen genaueren Inhalt kriegt. Das tut er doch in der Weise, dass er zum einen in der Haushaltsbilanz oder in den Haushaltsdebatten, wird, hast du auch erwähnt, ständig sagen, dass in bestimmten Bereichen der Wirtschaftsförderung Wachstum in einem unzufriedenen Maße hat stattgefunden. Ja, das wäre die Seite, wo er sagt, da bin ich unzufrieden, da muss mehr passieren. Ja, das wäre die Seite. Die andere ist, dass er überhaupt, hast du auch angesprochen, seine Zwecke so sortiert und zum Beispiel im Bereich der Bildung, ja, sagt, da investiere ich mehr. Das ist aber auch verknüpft mit dem Anspruch, dass auf dem Sektor mehr passieren muss. Ja, also, ja, also ja. Wollen noch mal einen genaueren Inhalt haben, ob das trifft, was du da mit der Metapher ausgedrückt hast. Jetzt für dieses Sparpaket würde ich jetzt eigentlich mich auf dieses Bankenrettungszeug noch mal kurz beziehen wollen, weil das ist ja so, das ist ja von den Kritikern dieses Sparpakets so in Zweifel gezogen worden. Wie kann er das denn machen? Da sind sie ja so böse drüber.
Ich möchte der Frage kurz wirklich seriös nachgehen. Warum tut er das denn? Warum hat der Staat mitten in der Krise Milliarden übrig, um Banken zu retten? Und wenn sie dann gerettet sind, wenn die nicht kollabiert sind, wenn der größte anzunehmende Unfall, da die Kernschmelze des Bankensektors nicht stattgefunden hat und die sogar wieder Gewinne schreiben, dann, darüber empören sich jetzt Leute, die Flugblätter schreiben, geht der Staat nicht bei den Banken vorbei und fordert von denen etwas von diesen Milliarden zurück. Sondern kürzt an Sozialausgaben. Ja, da komme ich dann nochmal extra drauf zu sprechen, warum das eigentlich stattfindet. Erstmal möchte ich die Leute, die so kritisieren, die möchte ich mal mit folgender Frage konfrontieren. Warum gehen die nicht einmal geistig der Frage nach, also solche Kritiker des Sparpakets, warum gehen die nicht mal der Frage nach, denken mal drüber nach, ob das nicht vielleicht so sein könnte, dass der Staat die Banken aus seinem Eigeninteresse heraus rettet? Die denken immer, das kann nur so sein, dass das bloß das Eigeninteresse der Banken ist, gerettet zu werden. Dann sagen sie, da gibt es Lobbyisten. Ja, das ist ein Stichwort. Kann man nicht bestreiten. Natürlich gibt es Lobbyisten. Der Staat hat ja im Parlament eine Vorhalle gebaut, die heißt Lobby. Und die ist dafür da, dass die Lobbyisten in die Lobby kommen können. Ja, das ist nicht so agententheoretisch, wie sich's anhört. Natürlich macht der das. Warum soll er sich denn mit denen nicht treffen? Alle Unternehmerverbände haben in Berlin mittlerweile irgendwo regierungssitznah oder parlamentsnah ihre Niederlassungen. Die sind Experten in einer Frage, an der der Staat brennend heiß interessiert ist, wie macht man Wachstum? Natürlich trifft er sich mit denen. Aber wo gibt es eigentlich den Beweis, den die Leute, die da sagen, das geht doch nicht, Bankenrettung, wo gibt es denn da eigentlich mal einen Beweis für das, wie die sich das vorstellen, dass diese Lobbyisten der Banken, den Staat von etwas wegverführen, wo er eigentlich lang wollte, dass sie ihn wegkorrumpieren von einem eigentlich viel gemeinnützigeren, menschenfreundlicheren Kurs. Was ist denn? Das möchte ich denen wirklich mal zu bedenken geben. Was wäre denn, wenn man das mal gedanklich fasst und vielleicht ernstlich mal verfolgt, ob es nicht vielleicht so ist, dass diese Rettung des Finanzkapitals gar nicht nur dem Egoismus der Banken dient, sondern dass das den Egoismus des Staates bedient. Dass es vielleicht so ist, dass ein funktionierender Bankapparat und ein gelingendes Bankgeschäft überhaupt der Gemeinnutz ist, den es im Kapitalismus überhaupt bloß gibt. Ein kleiner Gedanke, so ist der Steinbrück und die Merkel sind ja genau damals so aufgetreten und haben damit agitiert. Also haben ja genau gesagt, so Leute, ja, nicht, dass wir uns vertun, ja, die haben jetzt viel tief in die Tasche greifen müssen und das hat wilde Konsequenzen fürs ganze Gemeinwesen, aber es war nötig, ja. Ja, weil das Ganze weiß, warum unseres Gemeinwesens davon abhängt. Das Lustige ist, ich habe es mir extra schwer gemacht an der Stelle und habe gesagt, gehen wir mal der Kritik des Staates an den Banken nach. Die haben ja die Banken kritisiert. Die kritisieren immer noch manchmal die Banken, die Regierenden. Aber man soll mal hinhören, was die Kritik ist. Die Kritik hieß, vor lauter Gier haben die Banken den Dienst am Wirtschaftswachstum versaut. Ja, das ist eine eindeutige Kritik. Die gibt ganz klar zu Protokoll, wofür der Staat und warum der Staat die Banken so schätzt. Die sind für den der Sektor in der Volkswirtschaft, der mit seiner konzentrierten Finanzmacht
der Hebel für Kapitalwachstum in allen Anlagesphären der Gesellschaft sind. Die sind die Agentur erfolgreicher Kapitalvermehrung. Die geben dem Kapital, wenn ansonsten der Kapitalismus perfekt eingerichtet ist, man jede Sorte von Lohnarbeit haben kann, die man haben will als Kapitalist, dann geben sie den Kapitalisten das eine entscheidende Mittel im Kapitalismus an die Hand, natürlich im wohlverstandenen Eigeninteresse, gegen Zins und weiß ich, was man da so kriegt, aber sie geben dem Kapitalisten das an die Hand, worauf es im Kapitalismus ankommt, Kapital, Geldmacht, zur Erweiterung, zur Vergrößerung, zur Beschleunigung des Geschäfts. Und halt, das, halt, aber den ganz falschen, sagt jetzt die PDS. Nicht den guten Konzernen von VW bis Aldi, das wissen sondern die. Lehmann-Derivate. Ja, die wissen das. Ja. Ja. Gut, das ist eigentlich diese hinterher Schlaumeierei-Kritik, da braucht es keine Linkspartei dafür. Das kann auch die Merkel sagen. Kannst du ja auch. Ja, das ist eigentlich die Kritik, Banken sind dann natürlich schlecht, wenn es nicht klappt. Aber ansonsten ist gerade die Kritik an den Banken äußerst aufschlussreich gewesen, wofür der Staat die Banken schätzt und wozu er sie deswegen auch ermächtigt. Sie sind die zentrale Finanzmacht aller kapitalistischen Wachstumsgelegenheiten. Das sollen sie von Staats wegen selber Profite machen, selber wachsen. Denn nur wenn die wachsen, kann auch ihr Dienst wachsen. Insofern ist das auch nicht wahr, dass Lehmann-Derivate per se schlecht sind. Wenn es die Kreditmacht der Banken erhöht, was soll denn daran schlecht sein? Wenn es schief geht, ist natürlich scheiße. Aber ansonsten ist das der Standpunkt des Staates, die sollen Profite machen. Die sollen alle Kapitale beim Profite machen voranbringen, nämlich mit mehr Kapital ausstatten, wo immer sich eine Geschäftsgelegenheit für die Anwendung von Kapital bietet. Ja, genau genommen. Kurz zusammengenommen soll das eben passieren, durch mehr Profit, mehr Wachstum überhaupt zustande bringen. Das ist das, was der Staat von den Banken will. Und dafür sind die ihm wirklich jeden Aufwand ihrer Sicherung wert. Das ist der Egoismus des Staates selber, nämlich der Egoismus seines Wachstumsprogramms, für das er diesen Sektor der Volkswirtschaft, das Finanzkapital, da sichergestellt hat. Das war ihm in der Krise eben jede Verschuldung wert. Herausziehen, ja. Das auch noch. So hat es ja angefangen, die DEP war, die deutsche große Staatsfinanziererbank. Das auch noch, sie sind auch noch seine Finanziers und insofern will er natürlich auch, dass die in der Rolle erhalten bleiben. Derzeit hat er ein bisschen das Ärgernis, dass die vorzugsweise ihr Finanzkapital hauptsächlich in seiner Finanzierung anlegen. Das wird ihm ein bisschen zu viel, insbesondere die Amerikaner leiden darunter. Schön wäre es, wenn sie auch noch kapitalistische Geschäfte mehr anstoßen würden. Das möchte ich den Leuten, die da sich so aufregen über die Bankenrettung zu bedenken geben. Das ist die ganze schnöde Wahrheit über die Bankenrettung. Das macht der Staat in seinem wohlverstandenen Eigeninteresse von seinem Programm. Und insofern stimmt das Bild nicht, das die haben. Die denken sich das so, die Banken, die haben dem Staat nur Ausgaben eingebrockt. So schreiben sie es in ihre Flugblätter rein. Die plündern gewissermaßen mit ihren Pleiten die Staatskassen und der sitzt dann auf den Ausgaben rum und das ist ganz was Komisches, was da passiert. Das sind ja in der Regel welche, die meinen es gar nicht so gut mit dem Staat. Die sind ja Demonstranten, die protestieren und schimpfen auf den Staat. Aber an der Stelle, wenn sie auf die Banken zu schimpfen kommen, dann entdecken sie mit einem Mal ein bisschen so etwas wie Mitleid mit dem Staat. Dann denken sie sich das doch in dem Bild, die Banken haben den Staat mit den Ausgaben für die Banken in die Notlage gebracht.
Und erst dann geht ihre Kritik los und jetzt soll das kleine Volk für diese furchtbaren Ausgaben bluten. Weil sie vom Staat lauter Leistungen verlangen, die er auch übrig haben soll für die Leute. Das ist ja schon die Vorstellung. Ja, erstmal sind sie noch ein bisschen bescheidener. Erstmal denken Sie, da kommt diese Parole her, wir bezahlen nicht für eure Krise. Also erstmal wollen Sie nicht, dass Sie die sind, die da angeblich rangenommen werden für das Bezahlen dieser furchtbaren Ausgabenposten für die Banken. Da denken Sie noch gar nicht an Leistungen für sich, sondern denken aber die Sache in diesem falschen Bild, der Staat hätte wirklich ein Finanzproblem und nicht ein Erfolgsproblem, das hat er wirklich, hätte wirklich ein Ausgabenproblem. Und das wollen Sie jetzt von sich abwälzen. Ich habe eine Frage zu deinem Einwurf, inwiefern, oder weiß jemand, inwiefern denn die deutschen Banken, die gerettet wurden, überhaupt als Geldgeber für Staatsschulden da sind? Ich weiß es halt nicht und würde gerne wissen. Bin ich der größte Schuldgeber eher doch Ausland? Also Staatsschulden nimmt jede Bank. Das ist ein kleiner Exkurs mal. Staatsschulden nimmt jede Bank. Und deutsche Staatsschulden bislang sogar jede Bank gerne. In der Financial Times war vor ein paar Tagen eine schöne Statistik für alle europäischen Staaten. Und generell verschulden sich eigentlich alle europäischen Staaten im Wesentlichen bei sich. Nur die ganz erfolgreichen Staaten, die schaffen es auch, das Kapital fremder Länder anzuziehen. Während schwächere Staaten, wie Polen zum Beispiel, null Geld aus dem Ausland kriegen, da müssen sich die polnischen Regierungschefs buchstäblich von den eigenen Banken das Geld besorgen. Ja, das ist immer ein imperialistischer Erfolg, wenn man auch die Geldquellen der Kapitalisten im Ausland noch anzapfen kann für die Staatsfinanzierung. Aber erstmal noch nur diese, warum das überhaupt so ist, warum Banken so Staatsschulden immer auch gerne nehmen. Weil sie in ihrem Portfolio von Geldanlagen, da schätzen Sie an Staatsschulden etwas im Vergleich zu anderen Anlagen. Die berühmte Sicherheit. Die Sicherheit. Und wenn man hier Lehman-Papiere hat, da schätzt man das Risiko, sprich den Zinsgewinn, der in Aussicht steht. Dann will man auf der anderen Seite auch was im Portfolio haben, das ist die Sicherheit. Und die Sicherheit von Staatsschulden, damit hat es folgende besondere Bewandtnis. Für die Sicherheit von Staatsschulden steht, es hört sich ganz ironisch an, aber es ist so, für die Sicherheit von Staatsschulden steht gerade ein, dass der Staat kein Geschäftsmann ist, dass er kein kapitalistisches Unternehmen ist, dass er also nicht vom Geschäftserfolg abhängig ist, sondern einer ist, das ist ein Argument, was vorhin schon mal kurz angetippt war, sondern dass der Staat einer ist, der qua hoheitlicher Gewalt immer Zugriff auf das Geld der ganzen Gesellschaft hat. Deswegen sind Staatsschulden in der Anlagevergleicherei von solchen Finanzgeiern AAA-Schulden. Und die haben für das Geschäft von Finanzkapitalisten, das ist ein zusätzliches Argument, auch noch die Besonderheit, dass die für die Ausweitung des Kreditvolumens von Banken eine extraordinär gute Grundlage sind. Darauf kann man nämlich immer zusätzliche liquide Mittel fürs Geschäft bekommen. Dafür steht im Ernstfall in letzter Instanz die Nationalbank gerade, also in diesem Fall die EZB. Das macht Staatsschulden in der Anlagevergleicherei von Banken so interessant, dass keine Bank es unterlässt, sich einen Teil davon an Land zu ziehen. Ein Satz ergänzt mit dem, der Staat hat Zugriff auf das gesamte Vermögen der Gesellschaft. In modernen Staaten enteignet er ja nicht seine gesamte Gesellschaft. Also dennoch ist der Satz aber richtig, der moderne Staat macht es nur ein wenig anders. Indem er nämlich sagt, die Staatspapiere, also was beim Jonas am Ende kam, diese Staatspapiere kann jeder Eigentümer jederzeit bei meiner Notenbank in Geld umwechseln. Damit sagt er, ich brauche sowieso niemanden zu enteignen. Ich habe doch das Geld selber in der Hand.
Insoweit ist der Satz schon richtig, weil er die Hoheit über das Geld hat, hat er damit in der Tat die Hoheit über den gesamten Reichtum seiner Gesellschaft, weil der bemisst sich in diesem Geld. Dass man sich denkt, er müsste jetzt alle enteignen, damit er Schulden zahlt, macht er mal. Naja, also so ein bisschen macht er. Bisschen, das also ja. Also ganz wollen wir das nicht, das Kind. Er kann auch die Steuer mal erhöhen, aber. Die Steuer ist Enteignung. Ja. Aber Steuer einfach mal ökonomisch betrachtet ist Steuerenteignung. Das, da gibt es auch Steuerstrafrecht. Wo ich am Anfang mal gesagt habe, als ich die Gerechtigkeitsvorstellung so kurz angesprochen habe. Die Abgabenordnung sagt, beim Staat gibt es kein Kaufen. Da gibt es für das Steuerzahlen keinen Gegenwert. Da kann man mal die umgekehrte Sache sich dran klar machen. Das ist eine ökonomisch betrachtet eine Operation, der Steuereinzug. Der ist eigentlich gegen die Regeln des kapitalistischen Markts. Geld her ohne Gegenleistung. Es darf nur einer in diesem unserem Lande. Der Staat. Bei anderen heißt das Raub oder Diebstahl oder so. Gibt schöne Witze drüber. Beim Staat ist es Finanzierung. Ich würde starten zu argumentieren, dass er dafür Gegenleistungen bringt, also für die Allgemeinheit, Infrastruktur und ich weiß nicht, Ausbildung. Und er argumentiert ja so auf der Ebene. Ja, das tut er gerne mal, aber die Wahrheit ist es nicht. Gehört zu den staatlichen Ideologien. Manchmal sieht die Gegenleistung ja auch aus in einem Fall Barbarossa. Sprich, der Staat kassiert Geld ein, damit er seinen Nachbarn überfallen kann. Ja. Darauf bereitet er sich eigentlich dauernd vor. Und das Militär ist ja bekanntlich auch dann im Einsatz, wenn es gerade nicht im Krieg ist. Dann hält es halt die Staatenwelt in Schach vom Krieg ab. Das muss man gar nicht unbedingt verwerfen, den Gedanken. Mit der Gegenleistung so stimmen würde, dann könnte man wie bei jedem Geschäft sagen, nee, ich trete zurück. Ja. Zu teuer. Beim Staat nicht. Oder von vornherein, ich will das nicht kaufen, was im Angebot ist. Ja, genau so. Im Moment, wo einer diese Ideologie glaubt, da wird sie sofort aus dem Verkehr gezogen. Ja. Aber wenn sie keiner prüft, wird sie vom Staat gerne verkündet. Steht in jedem Sozialkundebuch so drin, ja. So soll man sich's ja denken. Aber was sie gesagt hat, ist halt, also eine Seite stimmt ja auch davon. Also als Gesamtkapitalist ist das ja eine Gegenleistung. Er sammelt von seinem gesamten Reichtum was ein, um die Wachstumsperiode zu finanzieren und vorzubereiten. Komplett getrennt davon. Es ist kein Vertrag, wie der sonst stattfindet. Ich setze mich mit dem Staat hin, Mensch, was gibst du mir? Ja, dafür zahle ich dir so und so viel, sondern es ist komplett getrennt. Mit seiner Hoheit enteignet er die Gesellschaft, Punkt. Und dann entschließt er nach eigener Herrlichkeit, was er an Panzern und Straßen bauen lässt. Gut, zurück zu dieser Bankenrettung, wenn man sich mal klar macht, welchen Standpunkt der Staat zu den Banken wirklich hat, dann merkt man, wie schief dieses Bild von den Kritikern ist, wo dann Leute, die vom Staat verarmt werden, plötzlich doch so argumentieren, als würden sie dem Staat ein Stückchen weit die Lüge abnehmen, er wäre verarmt worden, nämlich durch die Ausgaben für die Banken. Dann meinen Sie, Sie könnten jetzt dem Staat zurufen, wenn das schon so ist, dann lass doch die Reichen zahlen für die immensen Ausgaben, die du hattest für die Banken. Das ist die Parole, wir zahlen nicht für eure Krise, sollen doch die Reichen selber beim Staat für die Kosten der Krise zahlen. Da meinen manche sogar noch, sie könnten sich vielleicht mit diesem Zuruf auf die Kritik berufen, die der Staat doch selber an den Banken gemacht hat. Deswegen habe ich mir die Kritik vorgeknöpft, die der Staat wirklich an den Banken gemacht hat. Das war eine Kritik, die hat gesagt, ja, der ist schon unzufrieden mit dem Versagen der Banken. Das sieht auch er als Versagen der Banken. Aber das ist die Parteinahme für das Gelingen des Bankgeschäfts. Bei ihm ist es pur die Parteinahme für das Gelingen des Bankgeschäfts und er möchte, dass die wieder mehr verdienen.
Wenn die nämlich mehr verdienen, dann ist es im Prinzip die Gleichung, dann machen sie sich auch mehr verdient für die Förderung des Kapitals beim Gewinne machen, also fürs Wachstum. Und weil es ihm darauf ankommt, es ist die einfache Antwort darauf. Deswegen fordert er dann auch nicht die Milliarden zurück, wenn die wieder Gewinne machen. Er will doch, dass sie diese Gewinne machen und sie ihn nicht abnehmen. Das ist eigentlich ein Anwendungsfall von deiner Überlegung bei der Steuer vorhin. Deswegen belastet der Staat den Bankensektor nicht mit den Kosten für die Rettung des Bankensektors. Weil sein Ziel bei der ganzen Operation ist, die sollen wieder verdienen, die sollen wieder anlegen, die sollen wieder verdienen. Was du jetzt sagst, das ist einerseits aus Amerika, auch, ich glaube auch von ihr, dass bestimmt schwer oder der Amerikaner schwer gerettet hat, Teile dieser Milliarden wieder zurückerstattet. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber in diesem Rettungsprogramm mit eingeflochten war, dass das jetzt nicht einfach weggegeben ist an die Banken, sondern die Option, wenn sie ordentlich Gewinne machen, dann auch der Verpflichtung unterliegen, Teile oder die Gesamtsumme zurückzuerstatten, da sogar verzinst. Solche Rede war ja mal drin, es ist nicht ganz sicher, ob das den Staatshaushalt überhaupt belastet oder ob er da heraus nicht sogar als ein Gewinner kommen wird, nämlich bezogen auf, jetzt gibt es da halt 5 Milliarden oder 500 Milliarden. Und meinst du denn, wie sich das verhält? Ich weiß es nicht, ich frage mich, weil also mir würde jetzt erstmal das, was du selber sagst, einleuchten, ja, aber das stößt jetzt ein bisschen auf diese etwas rudimentäre Kenntnisnahme aus der Presse. Ja. Also erstens verhält es sich schon so, dass zur Bedingung dessen, dass da was zurückfließt, dass wieder Flottwerden des Bankgeschäfts gemacht ist. Und zweitens ist die Durchführung von solchen Programmen beim Staat eine äußerst skrupulös durchkalkulierte Angelegenheit. Das wird immer wieder überprüft, ob das Zurückfordern von solchen staatlichen Garantiesummen nicht am Ende seinen Hauptzweck wieder lähmt, dass das Geschäft wieder flott wird. Das merkst du an dem ganzen Geeier, was es jetzt auch wieder gegeben hat beim europäischen Stabilitätssystem, da wo die Merkel einmal in die Debatte geworfen hat, man sollte aber die Banken an solchen Sicherungsmaßnahmen beteiligen. Mittlerweile wird sie da von allen Seiten in der Frage kritisiert, sie hätte damit bei den Banken die Risikoscheu nur erhöht. Ein bisschen möchte, wenn dann das die Politik erzielen, die möchte, das ist eine Quadratur des Kreises, aber bürgerliche Politiker machen sowas. Das Ideal hätten sie schon, bei dem Heranziehen von Kapitalisten für die Finanzierung der staatlichen Wachstumsbetreuung und auch der Krisensicherungsmaßnahmen, bei der Finanzierung einen Weg zu finden, wo die Heranziehung von Banken und Kapitalisten für die Finanzierung selbst zu so etwas wird wie einem Steuerungsstachel für besseres Gewinne machen. Das ist das Ideal von, man zieht Kapitalisten bei der Finanzierung heran. Mit Steuern, mit Abgaben Steuern. Das Ideal haben Finanzminister in bürgerlichen Staaten. Also nicht einfach Geld einnehmen, sondern die sozusagen in ihrem sowieso vorliegenden Zweck einheizen. Sie können sich Abgaben ersparen und leisten, wenn es ihnen gelingt, noch besser Geschäfte zu machen. Bei dem Argument wäre die Reihenfolge ein bisschen verkehrt. Die erste Entscheidung der Staaten war doch ganz unbedingt helfen, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob und wie viel davon zurückfließt, spielte überhaupt keine Rolle, weil das ein unbedingtes Gebot war. Dann kommt die zweite Sorge auf, wie viel kostet das den Staat selber und wie viel ist dann seine Belastbarkeit mit Schulden eigentlich noch wert? Und dann muss man sagen, hat es den Charakter ein bisschen von Gesundbeten gehabt, zu sagen, es ist ja nicht alles verloren. Vielleicht kommt ja ein Großteil zurück, aber das ist dann schon auf der Ebene angesiedelt. Der Staat beginnt sich um seine eigene Verschuldung Sorgen zu machen,
und setzt zweckmäßig Gerüchte in die Welt. Ganz so teuer wird es doch wohl nicht werden. Nein, das wird schon, das ist eigentlich die optimistische Botschaft. Das wird sich selbst tragend durch Geschäftserfolg erledigen. Ja, und mein Mut aber auch dabei jetzt dieses Wachersetzen gesagt hat. Einfach ein Freibrief für die Banken soll es auch nicht sein, dass sie weitermachen können wie bisher, sondern ein Stachel setzen in die Richtung, wir wollen dann aber auch gewährleistet haben, dass ihr solide wirtschaftet. Spekuliert. Ja. Damit es richtig lustig wird, musst du es eigentlich so formulieren. Der Staat hat allen Ernstes das Ideal, kann man nicht durch Bankengesetzgebung und durch Abgabengesetzgebung Verluste verbieten. Aber jetzt kommen wir in dieses Spaßige wieder rein. Wichtig wirklich nochmal für die, eigentlich ist das mein Hauptargument, dass das mal deutlich wird, worüber sich die Kritiker da so aufgeregt haben. Das beruht eben auf dieser, also ihre Aufregung beruht auf dieser falschen Auffassung darüber, was der Staat bei der Bankenrettung wirklich gemacht hat. Wenn Sie sich das mal so klarlegen würden, der rettet im wohlverstandenen Eigeninteresse die Banken, also wirklich im staatlichen Egoismus-Sinne, die Banken in ihrer Geschäftsfähigkeit, weil die sind seine Wachstumsbeauftragten, dann könnte diese Beschwerde nicht kommen. Dann hätten sie bloß mal entdeckt, warum das seine Lieblingsbürger sind. Die Beschwerde kommt auf über diese irrige Auffassung, über diese etwas zu wohlmeinende Auffassung über den Staat, der sei von den Banken bei den Ausgaben geplündert worden. Und jetzt rufen sie ihm zu, dann lass aber die Versager in Nadelstreifen selber dafür blechen. Komme ich jetzt langsam zu der dritten Frage noch. Warum kürzt der Staat in so einem Sparhaushalt die Sozialzuwendung, und zwar gerade bei denen, die außer diesen... Wäre das jetzt ein passender Augenblick für eine Pause? Ja, weißt du, das geht eigentlich... Nee. würde ich in dem Fall jetzt nicht vorschlagen, weil das geht ziemlich schnell, was ich da noch sage. Das ist schnell und bitter, aber... Danach brauchst du eine Pause. Danach, genau, ja. Also wirklich, warum kürzt er gerade die Sozialzuwendungen an die außer diesen Sozialzuwendungen wirklich nichts als Lebensgrundlage haben? Die formulieren das in ihren Flugblättern immer so, dass sie sagen, der kürzt an uns, obwohl wir außer Hartz IV und diese paar Kröten für die Kinder nichts als Lebensgrundlage haben. Die Vorstellung, die sie sich machen, kommt noch aus dem Punkt davor her. Und die Vorstellung ist für sich außerordentlich unwahrscheinlich. Die denken, der Staat hat so furchtbar hohe Ausgaben durch die Banken eingebrockt gekriegt und jetzt will er sich Geld zurückholen. Da muss man sagen, so doof ist nicht mal der Staat, dass er meint, die Hartz-IVler könnten die Milliarden für die Bankenrettung wieder ausbügeln. Bei denen kann man ja gar nichts abholen, die haben ja nichts. Bei denen gibt es wirklich nichts zu holen, weil die tatsächlich nur das haben, was der Staat ihnen zugesteht. Warum kürzt er also bei denen? So brutal das klingt, so brutal ist es. Der Staat kürzt bei einem Sparhaushalt die sozialen Zuwendungen, gerade bei diesen Arbeitslosen, weil diese Leute keine andere Lebensgrundlage haben als das, was der Staat ihnen in Form von Sozialgeld zugesteht. Nicht obwohl die das nur haben, sondern die Härte besteht darin, der Staat kürzt an diesen Sozialausgaben für Arbeitslose, weil die nur seine Gelder als Lebensgrundlage haben. Dass sie selber kein Geld verdienen, das ist für diese Leute bittere Armut. Aber für den Staat ist es was anderes. Dass die selber kein Geld verdienen, kein Einkommen haben, das ist für den Staat das sichere Urteil über diese Leute, dass sie nichts fürs Kapitalwachstum leisten. Wenn die alle Hartz-IV-Empfänger sowieso bezahlen müssen? So ziemlich auch fast alles? Die Mehrwertsteuer? Das gehört zu den kleinen Absurditäten des staatlichen Systems.
kriegt er in das. Sind 19% investiert in Wachstum. Ja, aber das ist Durchlauferhitzer vom Staat. Mehrwertsteuer ist nicht kapitalbildend. Die ganze Logik von Agenda 2010 von Schröder war eben dieses konsequente Umsetzen, dieses Millionenvolk von Leuten, die offensichtlich ausgesondert sind, die fürs Kapitalwachstum ganz offensichtlich, wir haben lange genug gewartet, nicht mehr gebraucht werden. Die sind dann wirklich nur noch eine schiere Belastung des Staatshaushaltes, der wirklich für was Besseres da ist, als alleinerziehende Mütter zu unterstützen. Jetzt wollte ich es aber gar nicht mit der Belastung des Staatshaushalts begründen, sondern ich will es mal auf eine andere, bisschen auf eine andere Schiene schieben. Das staatliche Urteil in der Frage hat was ganz Elementares an der Eingerichtetheit dieses Systems zur Grundlage. Mit dem geht er da eigentlich vor. Die Eingerichtetheit dieses Systems ist, es gibt privaten Geldverdienst, ein Einkommen für Leute, nur für Tätigkeiten, die sich irgendwie, irgendwo fürs Funktionieren des Kapitalwachstums verdient machen. So ist der Laden eingerichtet, für was anderes kriegst du kein Geld, außer eben die. Das ist der bittere Standpunkt, mit dem sie da von Staats wegen konfrontiert werden, diese Hartz-IVler mit ihren Kindern. Der Staat definiert sie als Leute, an denen es positiv eigentlich nichts zu berücksichtigen gibt. Die sind nirgendwo eingewickelt, eingespannt als Quelle von Wachstum. Stimmt zwar auch nicht so ganz, Reservearmee sind sie irgendwo noch und als Lohndrücker macht der Staat sie mobil so gut er kann über seine Niedriglohnsektoren, Angebote und so weiter. Aber in genau dem Ausmaß, wie sie eben Geld nur bekommen von seinen sozialen Zuwendungen, gilt für sie das harte Urteil des Staates, die sind nirgendwo Quelle von Wachstum. Quellen von Wachstum schont der Staat sogar im wohlverstandenen Eigeninteresse. Aber der erbärmliche Lebensunterhalt von denen, der ist Cent für Cent in der staatlichen Beurteilung, wenn er einen Haushalt macht, nur Unkost. Das ist das harte Urteil. Nur Unkost, und Unkost ist da jetzt kein einfach so locker hingeworfenes Wort, sondern mit Unkost ist wirklich gemeint, die sind eigentlich keine Kosten. Kosten macht man, damit was rauskommt. Ja, unnütze Kost. Unnütze Kost. Kost, die eigentlich nichts beiträgt zu dem Ertrag, auf den es in dieser Wirtschaft ankommt. So gesehen immer zu hoch. Der Ertrag sogar noch belasten, ne? Über Lohnnebenkosten und so. Und das Überweisung von Steuereinkommen. Deshalb wird ja auch die gesamte Klasse, die Jugend, die Rentner, die Kranken, die Arbeitslosen, alle werden so durchgemustert und sortiert nach diesem Kriterium, was davon brauchen wir wirklich, was an Reproduktion der Gesamtklasse müssen wir nolens volens finanzieren und was ist offensichtlich wirklich verschwendetes Geld. So, diesen Standpunkt hat der Staat immer zu dem. Gibt es jetzt noch was Spezielles, wenn er ein Sparpaket in der Krise auflegt? Ja. Ich hatte mal vorher vielleicht eine Pause hinauszugehen. Der letzte Sachverhalt, glaube ich, erklärt den Punkt, der immer wieder zu Erstaunen führt. Was kann man denn bei den Hartz-IV-Lern einsparen? Ja, maximal das, was sie haben, mehr nicht. Das ist doch im Verhältnis zu dem, was der Staat an Schulden aufnimmt. Doch, naja, nicht so die wirklich große Kehrtwende. Steht in irgendwie keinem quantitativen Verhältnis. Und letzten Ausführungen, meine ich, sind aber gerade der... Die letzten Ausführungen sind der Grund dafür, warum der Staat sich davon gar nicht irritieren lässt, dass bei den Hartz-IV-Lern gar nicht so viel zu holen ist, wie sein Verschuldungsproblem ausmacht. Weil sein Urteil nicht heißt, wo kriege ich das Geld her? Und dann sucht er sich Wehrlose, das ist nicht der Standpunkt, wie er drauf kommt. Sondern, genau, da würde er es auch nicht decken können mit. Ne? Sondern die Aussage ist, bringen die eigentlich irgendeinen Beitrag zum Wachstum? Und dann ist das Urteil, nein, eigentlich beschädigen sie es bloß. Deswegen kommt er drauf, an Leuten, die nichts haben, auch noch ein bisschen einzusparen, obwohl sein Verschuldungsproblem in ganz anderen Dimensionen läuft.
da ist jetzt noch das letzte Argument in der Frage angesiedelt. Gibt es da noch ein spezielles Argument, wenn der ein Sparhaushalt wegen Krise auflegt? Ja. Aus seiner Optik hat er das Verhältnis sowieso zu denen, die sind Unkosten. Aber für einen Krisenbewältigungshaushalt haben die allen Ernstes dann doch noch einen Nutzen. Das Streichen von Sozialzuwendungen ist ein Akt der demonstrativen Entschlossenheit des Staates, die Staatsausgaben gnadenlos neu durchzusortieren nach dem primitiven Prinzip: wachstumsfördernde Ausgaben ja, wachstumsbelastende Ausgaben nein. Dass die Hartz-IV-Empfänger dann das Wachstum belasten, aber die ganze Schulden und die Zinszahlungen des Staates, die belasten ja auch ein bisschen das Wachstum. Da wird dann nicht überlegt, ob man da vielleicht was macht? Dagegen steht mein Eingangsstatement vom Schäuble. Ja, dagegen tut man was. Der Staat gibt sich tatsächlich den Auftrag, seine Schulden zu konsolidieren. Aber dann gibt es den Einwand dagegen, Konsolidieren von Schulden darf nichts anbrennen lassen in der Frage staatlicher Ausgaben zur Wachstumsförderung. Also werden Schulden, wie hat der Schäuble das genannt, wachstumsfreundlich konsolidiert. Und diese armen Schweine da bei Hartz IV, die kriegen die Kehrseite davon zu spüren. Die Kehrseite vom wachstumsfreundlichen Konsolidieren von Schulden ist das demonstrative Streichen von Haushaltsposten für bloße Unkosten. Aber das hat halt ein hohes Maß wirklich von Demonstration, von wirklich nur purem, abstrakten Beweisen, ich bin Herr im Haus, ich kann alles machen mit meiner Arbeiterklasse und liebe Banker, das wird euch doch wohl weitere 10 Milliarden wert sein. Da braucht er nicht nachzurechnen, ob das irgendwie was bringt. Aber dieser pure Machtbeweis, hier lasse ich öffentlich 10.000 Arbeitslose im Elend hängen, das ist es doch wirklich also wert, ein Machtbeweis, neue auflegen, ein so Machtbeweis ist auch noch interessant, aber erstmal ist es, wir reden heute über Staatshaushalt. Ja? Erstmal ist es diese Haushaltsmaßnahme, die den konsequenten Willen des Staates den Märkten vorführt, und bei denen ist sowas ein Argument. Dort, wo was fürs Wachstum erforderlich ist, da macht der Staat Ausgaben, und dort, wo Unkosten sind, konsolidiert er gnadenlos seine Schulden. Ihr habt immer recht, wenn ihr sagt, dadurch werden die nicht weniger, die Schulden, aber den Willen zur Konsolidierung seiner Schulden, dafür dürfen die armen Schweine dann nochmal erhalten. Aber das ist ja auch nicht nur demonstrativ, ne, wie es bei dir so ein bisschen klang, weil das ist ja eh schon immer Staatsprogramm, damit senkt er ja auch die nationalen Löhne und damit bringt er ja auch das Wachstum voran. Also klar macht er, will er auch die Finanzmärkte betören und tut das auch damit, aber nur deswegen tut das auch nicht. Ja. Also selbst wenn er damit nicht die Schulden zurückzahlt. Also ich habe aber wirklich strikt haushaltsmäßig heute argumentieren wollen. Man würde ein anderes Kapitel aufmachen, wenn man sagt, was macht denn der eigentlich mit den Hartz-IV-Lern in der Abteilung Sozialpolitik? Da sind wir in einem anderen Thema dann drin. Also da kommt man nämlich darauf zu sprechen, der macht noch ganz was anderes, als denen das Geld zu streichen. Er mobilisiert die als Lohndrücker. Das wäre aber dann das Kapitel Sozialpolitik, und ich bin heute stur beim Thema Haushalt geblieben. Wollte ich jedenfalls. Argument nicht richtig mit der Demonstration, weil ich meine, das macht eine Wirkung. Das Finanzkapital stellt es ja durchaus fest, aber das ist unbestritten, dass es in Griechenland anders Proteste gibt als in Deutschland. Stellt das Finanzkapital fest, in Ordnung, der Punkt. Jetzt ist aber Demonstration, glaube ich, die Aussage, genau auf den Unterschied wäre es im Staat auch angekommen. Da meine ich, da wird die Wirkung aufs Finanzkapital zum Zweck der Maßnahme erklärt. Das leuchtet mir nicht so richtig ein, dass ein Machtbeweis im Sinne von, was kann ich meiner Bevölkerung alles zumuten, und dann kommt er auf die Schwächsten und dem Finanzkapital zu zeigen, wie skrupellos er ist. Da fehlt so irgendwie jeglicher ökonomischer Inhalt bei dieser Theorie. Ich würde das mit der Demonstration auch weitaus ökonomischer sehen.
Also ich konsolidiere meinen Haushalt. Rein rechnerisch wurde ja gerade gesagt, ist das wahrscheinlich Peanuts gegen das, was sonst zu wuppen ist. Aber einfach als ökonomisches Signal, auch da lasse ich nichts anbrennen. Also ich fütter doch keine Leute durch, die nichts beitragen hier zum Wachstum und das als ökonomisches Signal für die Spekulanten. Als Beweis für eine konsequente Politik, die durchgängig eben dieses einzige Kriterium gelten lässt. Konsequente Haushaltspolitik. Ja. So, jetzt, ich möchte dein Argument mit der Macht nicht ganz wegschmeißen, aber der hat recht, wie die Reihenfolge geht. Wenn ein Staat sowas macht, diesen Konsolidierungsbeweis vor denen abliefert, die er selber ermächtigt hat, ihn darauf zu prüfen, ob der Schulden wirklich nur für Wachstumsförderung macht. Wenn er das tut, dann kennt er den Gesichtspunkt von Finanzkapitalisten und pflegt auch den, aber das ist ja Folgegeschichte. Dann wird ernstlich in der Öffentlichkeit von den Finanzkapitalisten, von der Politik und von diesen Wichsern von Journalisten der Gedanke regelrecht überprüft. Und wie reibungslos geht sowas in einer Nation durch? Vorsicht auf die Fahne. Ja. Aber das Erste ist ja tatsächlich das Datum für das Finanzkapital. Also sagen, meine Gelder, sie sind nur produktiv in Anführungszeichen verausgabt und nicht für irgendwelche Kostgänger des Staates. Dann können die ja euch festhalten. Ja. Das meint, deswegen, darauf kam es an, dass man sieht, das ist ein Folgeargument dann. Aber als Folgeargument gibt es das. Die Demonstration des reibungslosen Funktionierens des Verhältnisses von Staat und Volk. Der Europafrage ist es derzeit gerade schwer Mode, die Nationen daraufhin zu vergleichen. Die Portugiesen, diese Typen haben kein Geld in der Kasse und streiken. Es geht nicht. Oder in Irland jetzt die Diskussion, man muss ganz schnell diesen Superkürzungshaushalt verabschieden, weil die Demonstration, dass man das in 4 Wochen durchkriegt, das ist jetzt nötig. Bei Irland wird es dann als Problem abgehandelt, hält die politische Elite wie Pech und Schwefel in der Situation zusammen. Das Problem, wirklich. Ja, das ist ein, was heißt Luxusproblem? Das ist auch eine Sorte von Bekenntnis, worauf es in einer kapitalistischen Demokratie ankommt. Von wegen Meinungsvielfalt. Wenn eine Nation eine Krise zu wuppen hat, dann müssen die Leute stehen wie ein Volk eine Führung. Können wir Pause machen? Gestellt worden. Der ist jetzt gerade raus. Das ist tatsächlich eine Frage, der man mal nachgehen kann. Ja, jetzt ist er da. Der hat mir die Frage nämlich gestellt, ich erläutere am Haushalt und speziell an so einem Sparhaushalt, wie vom Standpunkt der Sortierung der Staatsaufgaben und Ausgaben das Soziale beim Staat überhaupt vorkommt. Nämlich eben als diese Unkost im Prinzip. Und dann stellt der mir die Frage, warum ist denn diese Unkost im Staatshaushalt immer noch so groß? Wenn der Staat dazu als Unkost steht, warum ist denn der Sozialhaushalt, wieder ich bei Schäuble gewesen, 42,9% des Gesamthaushalts, Arbeit und Soziales? Gute Frage. Weil eben der ideelle Gesamtkapitalist, der eine gesamtkapitalistische Klassengesellschaft beieinander halten will, dass sie profitabel Kapital produzieren kann, eingesehen hat, durch 100 Jahre belehrt, kapitalistischer Entwicklung, dass er zur Reproduktion der Arbeiterklasse ein gerüttelt Maß an Anstrengungen unternehmen muss, damit das auch klappt. Das ist es ihm offensichtlich so viel wert, dass er dafür 30-40% seines Staatshaushalts hintut, damit er sicher ist, diese Klassengesellschaft liegt nicht auseinander, sondern die Arbeiterklasse kann damit reproduziert werden.
Das musst du nochmal, verstehst du, der hat es eingesehen. Das ist das, wie er historisch da überhaupt dazu gekommen ist. Und das ist es ihm wert. Irgendwie, dass er muss da was tun, steckt eigentlich noch richtig was Erklärenswertes und Aufklärerisches drin. Vielleicht geht es ja nicht anders. Ja, was heißt das eigentlich? Na, es geht nicht anders, oder es geht nur so. Der Sachzwang fehlt den Staat, so zu handeln. Aber was ist denn das für ein Sachzwang? Erstmal ist es doch eine Auskunft darüber, in welchem Zustand sich eigentlich die Leute erstmal befinden, bevor der Staat mit seinem Sozialstaat auf sie losgeht, wie sie eigentlich hier vorkommen. Nämlich in dem Zustand, in dem sie eher zum Anlass nimmt, irgendwie für die was machen zu müssen. Und zu einer unglaublich großen Summe sagt er daraus aus, wie die eigentlich letztlich erstmal vor sich hin vegetieren. Ja, das Vegetieren ist der Extremfall davon. Machen wir mal nicht gleich den Extremfall. Dieser riesige Haushaltsposten gibt in der Tat Auskunft darüber, dass da die Masse des Volkes vom Staat in der Eigentumsordnung auf eine Sorte Lebensweise, Ernährungsweise, Einkommensart festgelegt ist. Die in solch einem Maße unsicher ist für die Klasse insgesamt, für das ganze Leben gerechnet, dass ohne staatliche Eingriffe die Klasse buchstäblich vor die Hunde gehen würde, in wesentlichen Teilen. Ja, das ist extrem, aber was ist denn drin? Das ist nicht bloß vor die Hunde gehen, sondern dass die Klasse mit dem, was diese Einkommensquelle ist, von sich aus, das, was sie damit für den Kapitalismus erledigen muss, nicht erledigt kriegt. Das meine ich ja. Die Klasse also, als Produktive. Sie geht insgesamt kaputt, ist das Extreme, aber nimm mal vor, dieser Haushalt heißt zum Beispiel Arbeit und Soziales. Das ist ein interessanter Punkt, Arbeit und Soziales. Der Staat verpflichtet die Leute darauf, besorgt euch Einkommen, wenn ihr keine Kapitalisten seid, mit unselbstständiger Arbeit euer Geld zu verdienen. Offenbar kann man ohne staatliche Unterstützung diese Notwendigkeit der Revenuequelle Lohn gar nicht ohne weiteres erledigen. Das ist so. Man braucht ein Arbeitsamt oder wie auch immer das heißt. Jetzt heißt es ja Agentur für Arbeit und es hat Kunden und so ein Scheiß. Aber dieses, was dazugehört vom Lohn, man stellt seine wahre Arbeitskraft dem Kapital nach dessen Bedarf zur Verfügung. Das braucht offenbar selbst schon staatliche Unterstützung, damit man das mit Lohn gebacken kriegt. Was nichts dagegen, was er sagte, ist doch, dass der Staat selber eine riesen Volksmannschaft regiert oder auf eine Gesellschaftsordnung, ökonomische Gesellschaftsordnung verpflichtet, wo der Großteil der Leute von sich aus ökonomisch unselbstständig ist, wo sie von sich aus gar nichts mitbringen, sondern pure Angewiesenheit auf ein anderes Subjekt, nämlich Kapital, was überhaupt sagt, ich beschäftige dich bei mir, ja, du vergrößerst mir mein Reichtum und dafür kriegst du einen Lohn. Und dieses Verhältnis ist gar kein unbedingtes, sondern wird durchgeführt nach den Gesichtspunkten und nach den Kalkulationen privater Kapitalisten. Ja? Und um aber Beschäftigung, ja, diesen doofen Titel, um Beschäftigung überhaupt zu sichern, dazu braucht es dann tatsächlich den Staat, ja, und die ganzen Wechselfälle dabei, also Arbeitslosigkeit überhaupt wieder in Beschäftigung zu kommen, damit es der Lohn geht, ja, was du gesagt hast, diesen Gewaltakt, den leistet der Staat, damit er überhaupt eine funktionale Arbeitsmannschaft bei sich hat. Ja? Das hat diese zwei Seiten. Das eine ist, die Leute sind darauf festgelegt, ihren Lebensunterhalt mit Lohn zu bestreiten. Ein anderes gibt es nicht. Das ist die Alternativlosigkeit des Ladens. Einen Lebensunterhalt aus einem Einkommen zu bestreiten, das von dem Kapital nach den Wechselfällen des Geschäfts
gezahlt wird oder nicht gezahlt wird. Man wird eingestellt, man wird rausgeschmissen. Damit den Lebensunterhalt zu bestreiten, darauf ist man festgelegt. Das kann man aus eigener Kraft nicht in dieser Klasse. Da braucht es allen Ernstes diesen staatlichen Eingriff, den Lohn dieser Klasse so umzuverteilen, so zu strecken, so zu manipulieren, auch mal staatliche Zuschüsse zu machen, damit das, was der Staat von diesen Leuten von System wegen verlangt, lebt davon, überhaupt geht. Der Extremfall davon sind die, die sonst richtig unter die Räder kämen. Aber die Kontinuität eines Arbeitereinkommens ist keine Gegebenheit mit Lohn. Die andere Seite davon ist, die Nützlichkeit eines Arbeitereinkommens ist nicht gegeben mit Lohn. Ja, dass jeder weiß, dass eine Agentur für Arbeit einem Arbeitslosen Geld nur bezahlt im Verhältnis dazu, dass man sein Arbeitsangebot neu nützlich zu machen hat für den Markt. Ja, diese Sorte von staatlicher Forderung und wirklich auch Förderung braucht es schon dafür, dass das Arbeitsangebot fürs Kapital überhaupt als nützlich abrufbar im Arbeitsmarkt vorhanden ist. Also ist dieser Riesenposten Arbeit und Soziales ein einziger Ausweis dafür, was von den Leuten, die von Lohn leben, alles verlangt ist und wie wenig dafür der Lohn leistet. Ruft deshalb eine Parole, wie die der PDS war, 1-Euro-Jobs nein, Lohnarbeit ja. So ist es. Das ist eine Parole, die, weiß nicht, ob es von Ramelow war, 1996 irgendwas, bei Katja Kipping kann man die noch als JPEG runterladen. Das ist nichts Erfundenes, das ist eine echte Wahlkampfparole der PDS gewesen. Ja. Das Sparprogramm ist mir nochmal eingefallen, ja, wie der Staat doch jetzt genau an der Überlegung nochmal angeknüpft, auch neu sortiert, wo er sagt, können wir nicht sowas innerhalb der lohnarbeitenden Klasse an Kosten, die der Staat bisher übernommen hat, nicht innerhalb der lohnarbeitenden Klasse anders verteilen, sprich die Familien stärker belasten. Ja, also ich denke an sowas, es gab doch diesen Fall, dass ein Sohn geklagt hat, zu sagen, das ist ja fürchterlich, soll für meine Mutter, mit der ich 30 Jahre nichts mehr zu schaffen habe, ja, für sie, die soll ich jetzt die ganze Pflege bezahlen, ja, die kann mir mal einen Buckel, kann mir mal einen Buckel runterrutschen, ja, mit der habe ich nichts mehr am Hut, und die Sozialgerichte gesagt haben, ja, weit, weit gefehlt, ja, für die hast du zu zahlen. Ja, jetzt liest man in den Zeitungen, dass Studenten, zumindest bei mir da im Ruhrgebiet der Fall, 60% angewiesen sind auf elterliche Unterstützung, damit sie überhaupt ihr Studium meistern können. Ja, also auch da, ja, gibt es auch ein paar andere Sachen zu Studenten zu sagen, aber das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen, das ist schon ein Unterschied zu Pflege. Ja, aber es gibt einfach den Gesichtspunkt zu sagen, soziale Kosten. Sozialkarriere im Zeitraffer. Ja, soziale Kosten, da müssen die Familien mal mehr rangenommen werden. Auch eine schöne Auskunft darüber, warum er überhaupt eine solche soziale Institution schafft und pflegt. Ja? Dass die halt die auch da die Wechselfälle des Lebens halt zunehmend von dieser Institution geleistet werden soll. Das ist die Umdrehung der Logik. Ja? Also auf der einen Seite steht für die als Argument, warum ist dieser Posten so hoch, steht eben dieser staatliche Befund, das, was er von den Lohnabhängigen will, dass sie mit dem Lohn das gebacken kriegen, den das Kapital zahlt. Das kriegen sie nur gebacken, wenn er in diesem Ausmaß für das
Überbrücken, für das Nützlichmachen von all den Schäden sich einmischt, die der Lohn und die Lohnarbeit anrichten. Die Kehrseite davon ist, bei jedem Sparprogramm macht der Staat das Experiment darauf, ob er das, was er bislang gemeint hat, das muss er staatlich brücken, das muss er staatlich strecken, das muss er staatlich organisieren. Nicht doch den Lohnabhängigen selbst als private Aufgabe auf die Nase binden kann. Das ist nämlich die Alternative. Kriegen Sie Ihre Kinder nicht vielleicht ohne Kinderzuschuss hochgezogen? Wobei es da bei den Kindern, bei den Hartz-IV-Lern noch den extra Gesichtspunkt gibt, dass da in der Regierung auch mittlerweile ein wenig der Standpunkt waltet, bei denen möchte er gar nicht so viele Kinder haben. Vielleicht sollten die es lieber bleiben lassen. Es gibt so bei vielen Reformisten diesen vulgär-marxistischen Standpunkt, dass der Lohn die Reproduktion der Arbeiterklasse, der Arbeiter ermöglichen müsse und würde. Und von daher es schon nicht schlimm kommen kann, weil irgendwie wird man doch mit dem Lohn immer über die Runden kommen können. Plus, gerade diese Kürzungsexperimente zeigen, dass die Frage, was ist eigentlich das Existenzminimum, was ist denn für die Reproduktion der Klasse notwendig, etwas ist, wo der Staat ganz eigene Auffassungen darüber hat und den Arbeitern sagt, und von nun an habt ihr euch gefälligst mit weniger über die Runden zu bringen. Das historische Moment ist von mir gestrichen. Das sagt die Geschichte jetzt. Wenn Sie sich das gefallen lassen, das dann Schluss, ist es auch gestrichen. So ist es nämlich. Verstehst du? Ja. Der Marx, du spielst auf eine Marx-Stelle an. Da hat der Marx was ganz furchtbar elegant formuliert. Und was er da gesagt hat, ist eigentlich eine furchtbare Grausamkeit. Der schreibt im Lohnkapitel im ersten Band, da schreibt er, naja, was muss eigentlich der Lohn leisten? Überhaupt diese ganze Art und Weise, ein Kapitel so anzufangen, was muss eigentlich der Lohn leisten, ist eigentlich schon desillusionierend, weil offenbar ist das keine Selbstverständlichkeit. Und dann steigt er damit ein, ja, existieren können müssen die Leute schon, weil sonst gibt es ja die wahre Arbeitskraft nicht. Das ist sein Argument, ein brutales Argument. Existieren können müssen die Leute schon, sonst gibt es ja die wahre Arbeitskraft nicht. Und die ist ja überhaupt das Wundermittel des Kapitalismus. Die Ware, wo man weniger Geld für ausgibt, als man an ihr einnimmt. Also die muss es geben. Dann sagt er, das reicht aber nicht so ganz. Die müssen sich auch noch vermehren können. Nicht nur die Arbeitskraft jeden Tag in die Fabrik rein und wieder raus, sondern es soll auch ein Nachwuchs sein. Und dann kommt er zu dieser Stelle und sagt, und in allen kapitalistischen Nationen bildet sich so etwas hinaus über dieses bloße Existenzminimum, das ist das historisch-moralische Element des Lohnes. Und damit ist solche Schindluder getrieben worden. Das, was die so durchsetzen, das, was so in dem Ringen zwischen Arbeitern und Kapital unter Beteiligung des Staates herauskommt. Und was er damit eigentlich gesagt hat, ist, dass es das gar nicht anders gibt als dieses Ringen. Und derzeit sind die aktivsten beim Ringen in dieser Frage nur die Kapitalisten und der Staat. Dann sieht das historisch-moralische Element auch so aus, wie es jetzt aussieht. Was zum Beispiel hier in Deutschland der Lebensstandard der durchschnittliche der Arbeiter wahrscheinlich seit 10, 15 Jahren sinkt. In den USA schon seit 25, 30 Jahren. Also so gesehen ist es nicht ganz Stuss gewesen, was diese Revisionisten da gesagt haben, sondern denen fällt die bittere Wahrheit dessen auf die Füße, womit sie immer argumentieren. Es muss doch mit dem Lohn gehen, ist deren Standpunkt. Und die Antwort, die sie kriegen, mal gucken, was mit dem Lohn alles geht. Genau. Und dann geht eben alles, was geht. Wenn eben in Deutschland Arbeitslose mit Hartz IV auskommen können, Sarrazin hat es ja vorgemacht, dass es wirklich kein großes Problem ist, dann geht es eben mit 359 respektive 364 Euro. Na, leider hat das Arschloch das Experiment überlebt, wenn er es wirklich gemacht hat. Er ist zu all die gegangen und hat Menüs zusammengestellt. Ja, wie war das immer? Drei Tage. Okay.
Ja gut, sonst noch was. Also so viel mal zu dem Sozialkosten da im Haushalt. Der Sozialkosten 43%, ist das nicht, oder könnte man das nicht auch so sehen, als im Sinne der Demonstration von Kreditmacht, als ein Zeichen der Stärke eines Staates? Weil andere Staaten haben ja sowas zum Beispiel gar nicht, wie Arbeitslosengeld oder so. Da ist das auf die Familien zurückgeworfen. Kann ich auch ein Staat damit Kredit erzeugen, indem er sagt, ich habe halt so einen großen Posten, ich bin reich, ich kann mir das leisten und ich habe diesen Posten auch als disponiblen Bereich, wo ich im Notfall mal auch eine Milliarde mitnehmen kann oder so. Ja, aber jetzt musst du dich entscheiden. Also in das Letzte, wenn es um Kreditmacht geht, ist das Letzte gerade schwer in Mode. Staaten konkurrieren allen Ernstes mittlerweile mit dem Argument, wer in der Frage bei dem Flexibilisieren des Arbeitsmarkts und bei dem Reduzieren von sozialen Zuwendungen eigentlich die erfolgreichsten Streichprogramme, Konsolidierungsprogramme und Angebotsprogramme für die Kapitalisten machen können. Das gibt es wirklich. Und da hat er dich aber die positiv habe ich das noch nie gehört, dass man, ja in der Sozialkunde vielleicht, aber ich glaube, da lachen die in den Banken sich kaputt, dass man mit der Erhöhung des Sozialhaushalts die Banker beeindrucken kann, da lachen die sich, glaube ich, kaputt. Aber um zu streichen, muss man erstmal was streichen können. Also Griechenland könnte das gar nicht. Ja, aber Griechenland hat es doch auferlegt bekommen, genau. Die haben doch da war doch genau die Rede von, die Rentner bekommen zu viel und die leben da alle wie die Fürsten. Da wurde doch genau den auferlegt, um wieder Kredit zu bekommen oder um überhaupt irgendeine Chance darauf wieder zu kriegen, haben die das zusammenzustreichen. Wie geht nicht sonst was? Wir haben ja nichts zu streichen. Ja, aber da war ein nicht der Standpunkt. Gebt mal, macht mal euren Haushalt nochmal, haut mal nochmal ein paar Milliarden rauf in die Sozialen. Auf den Sozialteil und schon seid ihr wieder kreditwürdig, wie geht nicht? Keine Frage. Was meint denn? In diesen Fällen ist das so, aber. Ingo argumentiert doch andersrum. Ein Staat wie die BRD, die relativ hohes Sozialbudget hat, hat deshalb tolle Chancen in den nächsten 5 Jahren, ihre Konkurrenzposition gegenüber anderen Staaten, die ihre Arbeiter schon auf Null gedrückt haben, niederzukonkurrieren dadurch, dass sie relativ jetzt die nächsten 5 Jahre der deutschen Arbeiterklasse richtig fett was abzieht. Weil da ist sozusagen noch Luft drin nach unten. Die deutsche Arbeiterklasse hat Speck angesetzt in den letzten Jahrzehnten. Das kann er wieder wegschneiden. Ja, da gibt es 2 Argumente. Das eine Argument ist dieses mit dem Konsolidieren. Die konkurrieren tatsächlich in der Frage der Glaubwürdigkeit ihrer Staatsfinanzen mit diesem Argument der Konsolidierung ihrer Haushalte. Und dafür ist der Streichposten der Sozialhaushalt. Das andere ist, dass eine Nation, die einen so riesigen Sozialhaushalt hat, dass die riesige Bereiche einfach des Lebens von Lohnarbeit verstaatlicht hat. Und übrigens damit natürlich auch riesige Bereiche von Kapital hat, die von diesen vom Staat geraubten Teilen des Lohnes der Gesamtklasse ihr Geld machen. Und wenn der Staat jetzt die Lohne kürzt, dann fällt natürlich diesen Kapitalisten auf einmal auch ihre Nachfrage weg. Und dann wollen das meine ich aber nicht. Ich wollte einen anderen Gedanken verfolgen. Wäre es zu einer solchen sozialstaatlichen Bewirtschaftung des Lohns gebracht hat, wie die Bundesrepublik Deutschland, der hat in der sozialstaatlichen Bewirtschaftung des Lohns einen riesen Zugriff auf die Gestaltung überhaupt der Lohnverhältnisse zugunsten des Kapitals. Und deine vorhin mal angetippte Geschichte mit, was war eigentlich diese Agenda 2010, ist dafür ein unglaubliches Beispiel, wie der Staat, wenn er erstmal in die Position gekommen ist, dass entscheidende Bestandteile überhaupt des nationalen Lohns über seine Bewirtschaftung des Lohns laufen, fürs Kapital die Lohnverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt völlig verändern können. Die haben 2005 waren sie mit ihrer Agenda 2010 gerade gesetzlich richtig fertig.
In 5 Jahren haben es die geschafft, dass 20% überhaupt der Arbeitsverhältnisse mittlerweile im Niedriglohnbereich angesiedelt sind. Dafür geben sie auch an. Das hat kein anderer europäischer Staat geschafft. Das schafft ein Staat, der wirklich den Lohn so umfassend politisch bewirtschaftet, dass er mit einem Federstrich, der Federstrich hieß, nach einem Jahr Arbeitslosengeld gibt es nur noch diese 345 Euro, ein vollkommen neues Konkurrenzdatum am Arbeitsmarkt setzen kann. Alles, was über 345 Euro ist, ist im Prinzip ein gängiger Lohn. Das hätte zum Beispiel, also es kommt natürlich das Wohngeld und dieser Scheiß noch dazu, aber der Staat kann richtig ein neues Konkurrenzdatum am Arbeitsmarkt definieren. Das hätte der Metallarbeitgeberverband zum Beispiel nie und nimmer hingekriegt, so eine massive Verschlechterung des Lebensstandards der Arbeiter. Weil der ja nur bei den Beschäftigten was drücken kann. Eine andere Geschichte, die ihn dann, ja, ich muss zu ihm noch einen Punkt sagen. Weil du das mit Griechenland und so weiter auch angetippt hast. Von der Entstehung eines solchen riesigen Sozialhaushalts her, da muss man eigentlich was anderes sagen über so eine Republik wie die Bundesrepublik Deutschland. So ein riesiger Sozialhaushalt in Sachen Lohnabhängige ist ein Indikator dafür, wie erfolgreich und wie intensiv der Kapitalismus dieses Landes die Lohnabhängigen überhaupt benutzt. Das ist einer, der hat es dazu gebracht, eine nationale Arbeiterarmee wirklich flächendeckend erstmal fürs Kapital zu erschließen und wirklich auch zu nutzen. So ist dieser riesige Sozialstaat in Deutschland entstanden. So dass er allen Ernstes in diesen Sozialhaushalt das Rumschieben, das Umstricken, das Umrüsten einer ganzen Arbeiterarmee für die wechselnden Konjunkturbedürfnisse und Rationalisierungsbedürfnisse des Kapitals in der Benutzung der Lohnabhängigen auch noch eingebaut hat. Das liegt bei solchen Staaten wie Griechenland nicht vor. Die haben es zu dieser erfolgreichen Benutzung eines ganzen Volkes von Lohnabhängigen nie gebracht. Und insofern haben sie den Bedarf und die Mittel für einen solchen Sozialstaat nie zustande gebracht. Insofern die Quelle oder das, woraus er das bestreitet, der Maßstab für den Erfolg, sind ja die Abgaben, die der Arbeiter mittels des Lohnes selber zu leisten hat. Also über die Sozialversicherungsbeiträge führen ja direkt Bestandteile seines Lohns, werden ja abgeführt an den Staat. Insofern ist die Masse, die da zustande kommt, auch ein Indikator für erfolgreiche Beschäftigung auf dem Standort. Ja. Weil die ganzen Sozialausgaben im Staat sind ja Beweis dafür, dass Firmen Gewinne gemacht haben, damit Arbeitern Löhne zu zahlen, die dann zu einem Drittel vom Staat geklaut worden sind. Richtig. Aber es sind echt verdiente Milliarden. Ja. Ja. Und aber als Indikator eben ein Signal und damit Demonstration und damit Kredit macht. Nee, an der Stelle nicht die Kredit macht, sondern wenn du da sagst Indikator, das wollte ich als Korrektur von dir sagen. Die Größe des deutschen Sozialstaats ist, wenn du es als Indikator nimmst, ein Indikator für die erfolgreiche, flächendeckende Bewirtschaftung eines ganzen Volks von Lohnabhängigen. Wenn du das nicht hast, wenn du wie in Griechenland immer noch ziemlich große Teile der Bevölkerung als so eine Frickler hast, die erst gar nicht in Dienst genommen werden für rentable kapitalistische Tätigkeiten, die stattdessen da irgendwo so eine Taverne betreiben, die bloß deswegen funktioniert, weil der Staat bislang auf die Steuereinnahmen verzichtet hat. Ja, dann gibt es da auch keinen großen Sozialstaat. In Afrika, was sollen sie denn da einen Sozialstaat machen, wenn der Kapitalismus da sowieso die Völker einfach insgesamt für überflüssig erklärt hat? Das Land und die Sonne kann man gut benutzen. Die Sonne kam gestern bei der Atomenergie dran. Das Land kann man auch benutzen für alle möglichen Monokulturen und für den Bergbau. Aber die Leute kann man eigentlich nicht gebrauchen im Weltkapitalismus.
da gibt es dann auch keinen Sozialhaushalt. Der Gedanke oder der unterliegt selber sogenannten Strukturanpassungsprogrammen des Imperialismus. Ja, ja. Sozusagen, dass der IWF dann, ihr habt dann noch ein paar Ausgaben weg damit, ja, weil da seid ihr nicht ja, als Anlagesphäre von ausländischem Kapital attraktiv. Ich kann eine gut ausgebildete und wohlgenährte Arbeiterklasse, die lesen und schreiben kann, die jederzeit zur Verfügung steht, vielleicht sogar zum Job, vom Jobcenter gezwungen wird, arbeiten zu gehen. Das kann natürlich für bestimmte Kapitale auch ein Standortvorteil sein, ne, um einen Grund dorthin zu gehen. Ja. Aber immer nach der Seite, welchen Nutzen hatte das? Und nie nach der Seite, was kostet es eigentlich? Und das ist ja der andere Gesichtspunkt, den Sie dann in Anschlag bringen. Ne? Steuern und Sozialabgaben und so weiter. Das Signal an die Finanzmärkte, an dem er da hinten rumgetüftelt hat, das steht eigentlich von vornherein immer negativ zu dem ganzen Posten. Auf jeden Fall kommt man nach so einer Diskussion eigentlich nie und nimmer zu dem Standpunkt, der in der Linken so schrecklich weit verbreitet ist, dass es die Errungenschaften des Sozialstaates zu verteidigen gelte. Und die diesen hohen Bundeshaushalt als Beispiel für sau viel Errungenschaften der Arbeiterbewegung halten. Ja, da vorne. Welcher? Was es nur gibt, wenn das herumendiert. Das ist ja, was vorhin gesagt wurde mit dem historischen Moment. Das ist ja die bittere Wahrheit davon. Dem würde ich aber entgegenhalten wollen, dass dieser enorm hohe Anteil des Staates am Lohn der Klasse kein Sieg, sondern eine Niederlage der Klasse ist. Dass die Arbeiter sich so viel vom Staat haben wegnehmen lassen müssen historisch, ist nichts, auf das Gewerkschafter stolz sein sollten. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Mensch, die Linken sind erstmal elementar darin so bescheuert, dass sie sagen, und auf so einen Scheiß ist man auch noch stolz. Statt mal zu sagen, Mensch, sowas ist nötig. In was für einem Lande leben wir, wo so viel Sozialhaushalt nötig ist? Das wäre eine korrekte Position. Und zu sagen, oh, da sind wir aber stolz drauf, dass es so viele arme Leute gibt, die sozial gepflegt werden. Ja, also eigentlich ist es ein Offenbarungseid für eine Gesellschaft, die so eine Abteilung unterhalten muss. Ja. Ja. Oder? Ja, und da wollte ich ja nicht bloß auf das Elend eingehen, sondern überhaupt auf die Tücke dieser worauf die Mehrheit der Menschheit als Lebensunterhalt festgelegt ist. Nicht nur auf die extremen Notfälle gehen, sondern wirklich Lohnabhängigkeit, funktionierende, bedarf offenbar sehr viel staatliche Pflege, damit sie geht. Da legt er die Leute darauf fest, von so einem Scheiß leben zu müssen. Und das andere Argument, was man den Linken sagen muss, die sagen, das ist erkämpft, da muss man sagen, und dann muss man diesen Scheiß auch noch erkämpfen. Stimmt ja, dass das erkämpft ist. Teils ja, teils nein. Es stimmt ja noch nicht mal wirklich. Oh ja. Lass es mal stehen. Du siehst ja, was passiert, wenn keiner mehr sagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Mach einfach halbe. Das Argument muss man nicht aus dem Verkehr ziehen. Man muss es bloß einfach mal so nehmen, was es eigentlich aussagt. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was das eigentlich aussagt. Dass der Staat dafür sorgt, dass man als wahre Arbeitskraft fürs Kapital parat steht, wenn die einen gerade rausgeschmissen haben und einen übermorgen vielleicht wieder brauchen. Dass man für die da ist, dass das geht, auch den Scheiß muss man noch erkämpfen. Ist ja wohl erbärmlich, oder? Den Kritikern fällt mir noch was anderes ein. Was eigentlich beim Staatshaushalt auch nicht fehlen darf, die führen sich ja auf wie Steuerzahler. Ne? Das ist ja eine wichtige ideologische Figur. Sie sind Steuerzahler, sie zahlen die Steuern und sind dann quasi Auftraggeber des Staates. Und die hätten von dem natürlich, die haben andere Vorstellungen, was da notwendig ist oder wie auch immer, aber auf jeden Fall denken sie, sie haben die Steuern gezahlt und hätten damit Mitspracherecht. Und wenn nicht auf sie gehört wird, sondern dass den Bankern hinterhergeschossen wird, dann läuft ja irgendwas schief im Staat. Und das ist ja verkehrt. Wir hatten das vorhin schon mit, das ist kein Kauf, sondern eine Enteignung. Und die anderen entscheiden, also der Staat entscheidet, wofür er das Geld ausgibt.
Ja, das gibt's. Wobei ich bei den Sozialprotesten das, glaube ich, eigentlich nicht für die zentrale Figur halte. Das Argument mit dem Steuerzahler hat eine Rolle gespielt, beispielsweise, wenn Leute gegen Stuttgart 21 protestieren. Ja, da war es groß. Ja, da sagen die Leute ein bisschen die Unwahrheit über sich, dass sie sich ausgesucht hätten, dem Staat Steuern zu zahlen. Das stimmt schon nicht, der hat sie ihnen einfach abgenommen. Und außerdem denken sie sich diesen Idealismus zurecht, dass wer zahlt, schafft an, sie auch noch sich einbilden möchten, dass man sich mit den Steuern beim Staat ein Einspruchsrecht erwirkt. Auch das ist nicht die Wahrheit. Aber bei den Sozialprotesten, die es da gibt, ich glaube, das ist weniger die Figur des Steuerzahlers, der da rumläuft. Was die Menschen auszeichnet, ist mehr, dass sie den Irrtum haben, dass sie meinen, Betroffenheit sei ein Argument. Wir argumentieren mit dem, das können wir mit uns doch nicht machen. Wir haben doch eh schon so wenig. Dann geht es doch nicht. Das hat nach der einen Seite hin was ganz Trostloses, nämlich es stimmt, es geht wirklich mehr oder weniger nicht. Wenn du den Hartz-IV-Lern auch noch die 300 Euro für die Bemser abnimmst, das, was dann bei denen rauskommt, das kann man ernstlich nicht mehr sparen nennen. Bemse muss... Kinder. Für die Kinder. Denen haben sie das Kindergeld verrechnet. Ja. Dieses, ne? Ja. Das ist eine Zeitung in Berlin am Sonntag. Aber das andere, was die meinen, was man mobilisieren könnte, ist, dass man das pure böse Faktum, sie haben was abgekriegt vom Staat, also sie sind betroffen worden, wie ein Argument zur Abwendung dieses Schadens anführen könnte. Das ist eine trostlose Schrumpfversion von einer demokratischen Volksillusion, dass es dem Staat doch nicht egal sein kann, dass die Ärmsten der Armen in seinem Volk jetzt in so eine Bredouille kommen. Das ist ein abenteuerliches Argument. Dem Staat kann es doch nicht egal sein, dass die Ärmsten in seinem Volk in so eine Bredouille kommen, wo der sie gerade in die Bredouille gebracht hat. Dann kann man doch nicht mehr sagen, das kann dir doch nicht egal sein. Der hat es doch gemacht. Es war ihm ja nicht nur egal, es war ihm diese Maßnahme wert. Aber es wäre sehr schön, wenn es der Arbeiterklasse insgesamt, insbesondere denen, die noch Arbeit haben, nicht egal wäre, wie es dem prekären Teil der Klasse geht. Das wäre aber eine ganz andere Diskussion und die gibt es leider überhaupt nicht. Das gebe ich zu. Eine ganz andere Diskussion, dass den Prekariern da mal einfällt, sie werden nicht Prekarier, sondern ihnen geistert durch den Kopf, hoppla, wir sind Bestandteile einer Klasse. Da wäre ja der Teufel los. Und umgekehrt, wenn die noch Arbeit haben, wissen, dass auch die Prekarier zur Klasse dazugehören, ja. Und dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lassen soll mit dem Argument, sei doch froh, dass du noch wenigstens einen Job hast. Die gibt's. Der DGB richtet Krabbelgruppen für Prekarier ein. Ich weiß, aber das wirst du nicht ernstlich als Klassenkampf bezeichnen. Nein, das ist jetzt eine zynische Ausdrucksweise davon. Die Gewerkschaften stellen sich auf den Standpunkt, diesen am schlechtesten behandelten Teilen der arbeitenden Klasse gegenüber ein soziales Betreuungsverhältnis aufzumachen. Und mehr eben nicht, Punkt. Ja, mehr eben nicht, das ist eine Sauerei. Eben, das ist ja eine Drohung, eine Kampfansage des DGBs. Mehr haben wir für euch nicht im Programm. Mehr als diese Krabbelgruppe könnt ihr von uns nun wirklich nicht verlangen. Da ist die Tür, raus. Behandeln die selber als in ihrer sozial notleidenden Situation zu betreuende Sozialfälle. Statt mal den Gedanken zu fassen, an dieser Notlage müsste was geändert werden.
Also dieses Betroffenen-Argument ist eine wirkliche Krankheit, wo man die Leute mal darauf aufmerksam machen muss. Einerseits wirklich auf wie viel sie sich damit runterbringen lassen. Wirklich einfach zu sagen, ich klage nur noch einen nicht mehr hinnehmbaren Schaden ein. Und andererseits dann in der Position noch diese letzte Form von demokratischer Volksillusion pflegen. Der das anrichtet, müsste als gute Regierung eigentlich das nicht wollen können. Auch lustig, dass es im demokratischen Staatswesen tatsächlich sowas wie eine Partei wie die PDS gibt, die genau diese Auffassung pflegt und sich zum Ansprechpartner genau dieser Auffassung macht. Also was selber nochmal eine Ekelhaftigkeit ist. Ja, zu sagen, stimmt, ihr seid arme Schweine, ja, stört uns auch, aber in welcher Weise eigentlich? Es dürft eigentlich nicht so sein, dass die Banker, also genau die Ideologien bedienen, ja, die Betroffenen nicht in die Welt bringen, sondern als Auffassung vor sich hertragen. So, die spendieren denn auch nichts, außer den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit. Ja. Das ist übrigens was Eigentümliches gewesen, und diese Demonstration, die es da gegeben hat, die hat ja stattgefunden, aber sie war erbärmlich. Ne? Jetzt gibt es so ein Nachdenken darüber, warum war diese Demonstration eigentlich so erbärmlich? Welche? Die gegen das Sparpaket der Bundesregierung. Gibt ein Nachdenken darüber, warum war diese Demonstration eigentlich so erbärmlich? Einer hat was gar nicht so Unrichtiges gesagt. Das ist so ein Sprecher von so erwerbslosen Initiativen gewesen. Er hat die Feststellung gemacht, es ist keine Theorie, die großartig ist, aber die Feststellung stimmt. Er hat die Feststellung gemacht, Protest gibt es schon im Land. Aber Protest in der sozialen Frage scheint es einfach nicht mehr zu geben. Das ist eine richtige Feststellung. Es gibt eine Sorte von Protest gegenüber Regierungsmaßnahmen ausschließlich den Standpunkt, als Bürger dieses Staates von der Politik sich schlecht behandelt zu fühlen. Aber das Kritisieren in der Frage, wie geht es den Leuten eigentlich materiell, ist schwer ausgestorben. Und das andere, was darum diskutiert wird, ist, ja, die Leute, die es wirklich betrifft, die Hartz-IVler und so weiter, die resignieren. Die müssten Hoffnung haben, dann würden sie wieder demonstrieren gehen. Da würde ich mal Folgendes sagen. Ich glaube, dass es das Resignieren bei den Leuten gibt. Aber das Resignieren bei den Leuten kommt von falscher Hoffnung. Die Leute glauben nicht mehr, dass, wenn sie auf die Straße gehen und demonstrieren gegen die Kürzungen beim Sozialen, der Staat auf sie hört. Also lassen sie es auch bleiben. Aber die Schlussfolgerung, dass sie es mit einem Staat zu tun haben, bei dem dieser Gedanke gar nicht angesiedelt ist, dass sie sich also mal was anderes ausdenken müssten, wenn sie ihre Lage nicht hinnehmen wollen, als den von ihnen für hoffnungslos erklärten Versuch, dorthin zu gehen und zu sagen, das kannst du doch nicht wollen, dass du mit uns so umspringst. Die Schlussfolgerung ziehen sie leider bislang nicht. Also die Leute sollten... Also das ist eine enttäuschte Hoffnung bei denen und leider keine kritisierte Hoffnung. Das müsste man ihnen noch beibringen, ja, dass sie ihre Hoffnung mal kritisieren. Kannst ja auch so sagen... Es gibt ja lauter Leute, die sagen, ach, die machen ja eh, was sie wollen. Ja? Das ist das Bekenntnis zur Enttäuschung.
ja, das Bekenntnis, enttäuscht zu sein. Aber was macht's nicht? Ja, das legt sich eben nicht mehr vor. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, worüber habe ich mich denn getäuscht? Worin habe ich mich denn vertan? Ja, also in dem, wie ich rumwehst. Und es ist ja schon noch das Festhalten. Eigentlich müsste der Staat doch. Ja, eigentlich müsste er doch was über haben. Ja, und das ist der Gedanke, wenn man den Staat nicht zur Gnade bringen kann, dann kann man nichts mehr tun. Genau. Und das ist nicht so ganz die Wahrheit. Also die Leute hätten schon viel gewonnen, wenn sie gelernt hätten, dass es nicht darum geht, Merkel durch Gysi zu ersetzen, sondern den Sommer davon zu jagen. Ja, aber das machen die auch nicht. Also bitte die Leute, die nicht auf eine Hartz-IV-Demo gehen und Hartz-IV beziehen, ich glaube, die wählen auch nicht mehr den Gysi. Ich weiß, ja, sondern die wählen ich wollte mehr, nur den Punkt machen. Die wählen mehr den billigeren Schnaps. Ich fällt noch ein Gedanke ein zu diesen Leuten, die angehen und sondern resignieren, aber nämlich, dass es die Politiker sind, aber unbedingt sind und bleiben, die über ihr so gesellschaftliches ist Los entscheiden. Ja, genau. Es steht für sie so beinhart fest, auch wenn sie sagen, die machen eh, was sie wollen, aber dass die es machen, das ist ihnen so sicher wie das Amen in der Kirche. Das wollte ich damit eigentlich sagen, dass die Leute sagen, wenn ich den Gedanken aufgeben muss, dass ich die Politiker nicht zur Gnade mir gegenüber als Volk bewegen kann, dann geht nichts mehr. Das kann nur jemand sagen, der sagt, über mein Wohl und Wehe entscheiden die Herren da oben. Und wenn die es nicht für mich zum Guten wenden, dann bin ich am Ende meiner Fahnenstange. Ja, das stimmt eben nicht. Den Gedanken muss man dann vielleicht auch noch wegwerfen. Und so muss man mal welche wegwerfen. Resignative hat ja vielleicht auch einen Hintergrund in dem Wahrnehmen dessen, was man so seit Jahrzehnten Globalisierung nennt, dass man schon irgendwie indirekt mitkriegt, dass also das lokale, das nationale Arbeitskräftepflegeprogramm in dem Sinne nicht mehr nötig ist, in dem Maße, wie es vielleicht früher mal nötig gewesen ist. Dass man gar nicht mehr weiß, an wen man sich denn überhaupt noch wenden kann mit seinen Hoffnung oder Träumen. Ja, dann ist eben vielleicht mit Wenden an irgendwann mal Schluss.